Herzlich willkommen zum Attack-Palaver radikale Arbeitszeitverkürzung, Utopie oder Notwendigkeit. Ich wiederhole nochmal den Einladungstext, weil ich glaube, das ist ganz gut, um reinzukommen. Vorweg, ich stelle mich kurz vor, ja, die anderen stelle ich dann gleich vor. Mein Name ist Andreas Schlutter, ich bin Mitglied des Arbeitskreises Arbeit verteilen bei Attac in München und bin auch Mitglied in der Bundesarbeitsgruppe Arbeit verteilen. Zum Arbeitskreis sage ich gleich auch nochmal ganz kurz was. Die kurze Vollzeit ist bei der IG Metall erstmals Teil einer Tarifforderung geworden. Wir erinnern uns, ist noch gar nicht lange her, war zum Jahresbeginn, allerdings zeitlich begrenzt und nur für einen Teil der Beschäftigten. Die kurze Vollzeit für alle, rund um eine 30-Stunden-Woche, verbunden mit vollem Lohn- und Personalausgleich, fordert Attac, also insbesondere der Arbeitskreis, den es auf Bundesebene seit mindestens 10 Jahren gibt, schon seit Jahren. Und was uns heute beschäftigt, heute Abend, ist die Fragestellung, ob das eine Utopie bleiben soll oder ob das eine realisierbare Idee ist, realisierbar auch durchaus mit einem zeitlichen Horizont, der gesellschaftlich und auch für Unternehmen natürlich finanzierbar ist, wenn man mal die gesetzte Wirtschaftsordnung zugrunde liegt. Also brauchen wir darüber hinaus Arbeitszeitverkürzung, damit wir gesund das Rentenalter erreichen können? Ermöglicht die kurze Vollzeit erstmals eine gerechte Verteilung von Sorgearbeit oder Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern oder mehr Zeit und Autonomie für alle? Das ist so das, worum es heute Abend auch gehen soll. Und ja, wir sind heute am Vorabend des 1. Mai und wollen heute Abend über Arbeitszeit reden. Deswegen gehe ich nochmal ganz, ganz, ganz kurz rein. Vor 100 Jahren wurde der 8-Stunden-Tag eingeführt. Das ist irgendwann im Herbst diesen Jahres ist der 100. Jahrestag. Vor circa 50 Jahren wurde die 40-Stunden-Woche tariflich durchgesetzt. Ja, das ging, glaube ich, los im Druckbereich, glaube ich, das war so ziemlich der erste Bereich. Und ich kann mich selber daran erinnern, so ziemlich der letzte Bereich, der davon sozusagen profitieren konnte, waren die Schüler, die dann plötzlich samstags nicht mehr zur Schule gehen mussten. Das war so ab 73 fortfolgend. Also die Lehrer natürlich, ne? Also die, wo wir dann im öffentlichen Dienst die Verkürzung der Arbeitszeit hatten. Seit 1995 gilt jetzt in Westdeutschland in einigen Branchen die 35-Stunden-Woche in der Metallindustrie, in der Stahl-, Elektrodruck- sowie in der Holz- und Papierverarbeitenden Industrie. Und was erleben wir in den letzten Jahren? Angriffe der Arbeitgeber, Arbeitszeiten wieder zu verlängern und das Arbeitszeitgesetz mit dem Argument der Flexibilisierung aufzuweichen. Umgekehrt oder in dem Zuge steigen die gesundheitlichen Belastungen, das durchschnittliche Renteneintrittsalter, und das hat mich überrascht, als ich das gelesen habe, aber ich glaube, das hat was mit der Rente für besonders langjährige Beschäftigte zu tun, weil das Renteneintrittsalter ist 2016 unter 62 Jahren gewesen, knapp unter 62, und davor lagen wir fast bei 63, um die 63. Und dazu liegen wir momentan, wenn man die gesetzliche Regelaltersgrenze nimmt, also knapp 4 Jahre vor der Altersgrenze, wo im Durchschnitt der tatsächliche Renteneintritt beginnt. 4 Jahre. So, nicht mehr viele Zahlen, aber ein bisschen muss noch kommen. 1982 gab es 2 Millionen Arbeitslose. Das hieß damals Massenarbeitslosigkeit. Heute haben wir 2,4 Millionen offiziell registrierte Arbeitslose und es wird von Jobmärchen und Beschäftigungsrekord geredet. Zugleich wurden 2016 fast 1,8 Milliarden Überstunden geleistet, davon fast 800 Millionen bezahlt und fast 1 Million unbezahlt. Was erleben wir? Eine Prekarisierung der Arbeit, Minijobs, unfreiwillige Teilzeitarbeit, vor allem Frauen mit Kindern arbeiten Teilzeit und leisten den deutlich größeren Teil unbezahlter Care-Arbeit. Trotz der Zunahme der Erwerbstätigen schwankt die Zahl der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr kaum. Faktisch haben wir eine Arbeitszeit ohne Lohnausgleich im Moment. Ich glaube, im Mittel liegen wir so ungefähr im Durchschnitt bei 30 Stunden. Okay, das so inhaltlich. Ganz kurz noch 2, 3 Anmerkungen zum Ablauf. Also wir wollen heute Abend hier keine klassische Podiumsdiskussion machen.
Deswegen gibt es auch hier keine Tische, deswegen müssen wir unsere Kärtchen festhalten. Wir orientieren uns ein ganz bisschen, wer das kennt, am Fishbowl-Konzept, aber das auch nicht so richtig, weil sonst würden wir einen Kreis in der Mitte haben. Aber was wir machen wollen, ist, wir wollen heute Abend nach einer Anfangsrunde, wo ich mit allen dreien hier ins Gespräch gehe, wollen wir den freien Stuhl mit ins Spiel bringen. Das heißt, wenn sich jemand von Ihnen, von euch an der Diskussion beteiligen will, ja, machen wir das hier an diesem Abend so, dass ja, Sie sich nicht melden, sondern wer was zu sagen hat, wer sich in Diskussion einbringen will, darf. Wir sollten das Ding darüber stellen, sehe ich gerade, das ist uns unpraktisch. Die Treppe. Der darf dann gerne zu uns hochkommen und darf sich in die Diskussion einbringen. Und ja, wenn die Frage beantwortet ist oder die Diskussion weitergeht, darf man auch wieder runtergehen. Oder aber, wenn jemand anders sich einbringen will, dann kann entsprechend dann auch hier oben die Ablösung stattfinden. Also es ist nicht so, dass sich einer da hinsetzt und den ganzen Abend da sitzen bleiben darf. So ist es nicht gedacht, sondern jede von euch, von Ihnen, hat die Möglichkeit, hier mit uns oben ins Gespräch zu kommen. Gut, kurzer Hinweis für die, die nach oben kommen, wir zeichnen diese Veranstaltung auf. Und wir haben einen YouTube-Kanal von der TAG München. Da, ich gehe davon aus, ich weiß nicht, da wird das dann entsprechend dann öffentlich zur Verfügung gestellt. Okay. Ja, zeitlicher Rahmen, wir haben längstens bis 22 Uhr, aber wir diskutieren so lange es uns und euch Spaß macht. Also ja, wenn wir merken um 9:30, es ist alles gesagt, hören wir früher auf, spätestens aufhören müssen wir um 22 Uhr. Gut, jetzt stelle ich mal meine Mitdiskutanten hier oben vor. Ich fange mal an. Dr. Phil Michael Hirsch, Politikwissenschaftler und Philosoph. Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von der TAG. Du hast habilitiert mit der Schrift, und da kommen wir dann auch nochmal gleich später drauf zurück, die Überwindung der Arbeitsgesellschaft, eine politische Theorie, beziehungsweise dann in der Buch veröffentlicht, eine politische Philosophie der Arbeit. Du lehrst an der Uni Siegen als Privatdozent im Bereich, vor allem im Bereich politischer Theorie und Ideengeschichte. Und ja, du interessierst in der Forschung für Sozial- und Arbeitspolitik, Feminismus, Gleichstellungs- und Familienpolitik. Aufmerksam geworden, will ich vielleicht noch sagen, bin ich auf dich damals. Du hast 2013 ein kleines Büchlein veröffentlicht, warum wir eine andere Gesellschaft brauchen. Und Juni 2014 lief in Züngfurt Generator damals eine Veranstaltung mit dir, die gibt es leider nicht mehr beim BR im Podcast. So ist das mit den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, dann gehe ich weiter. Links neben mir sitzt Martina Helbing. Martina ist gelernte Schriftsetzerin und Diplomkauffrau. Sie arbeitet an der Frauenakademie München, ist Programmleiterin und Beraterin im Projekt VAM beim Wiedereinstieg in den Beruf nach Familienzeiten sowie bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Du sitzt aber hier vor allem deshalb, weil du Vorsitzende des Bezirksfrauenrates der Gewerkschaft Verdi bist. Außerdem bist du Radiomacherin bei Radio Lora und eure Sendung, die einmal im Monat am Mittwoch, ich weiß nicht welcher Wochentag, aber einmal im Monat, Mittwoch, ja, aber zweite Mittwoch im Monat, die Radioreihe heißt Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Ja, und ganz links Professor Dr. Fritz Böhle. Studium der Soziologie in Verbindung mit Volkswirtschaft und Psychologie in München. Du bist, das heißt, sagt man das? Du bist immer noch, ne? Das ist ein Titel, den behält man, auch wenn man dann älter wird. Du bist immer noch Professor für Sozioökonomie und der Arbeits- und Berufswelt und Leiter der Forschungseinheit für Sozioökonomie der Arbeits- und Berufswelt an der Uni Augsburg. Außerdem, ich glaube, dein halbes Berufsleben bist du am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München, ne? Und Ich kann die Themenfelder gar nicht alle aufzählen, aber insgesamt, ja, also alles rund um Arbeitsgestaltung, Arbeit und Gesundheit ist so das, was dich in deiner Forschung immer wieder interessiert. Und
Ja, auf zwei Sachen komme ich, beziehungsweise insbesondere auf eine kurze Expertise, die du zusammen mit anderen, die uns bei ATTAC ja auch bekannt sind, Ursula Stöger, Norbert Ruchler, die wir schon mal auf einer Winterschule hatten. Ihr habt eine Expertise 2015 vollendet, die heißt Arbeitszeitverkürzung als Voraussetzung für ein neues gesellschaftliches Produktionsmodell. Und das Letzte noch, 2017, das war, glaube ich, auf einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, habt ihr ein Paper veröffentlicht, sozusagen, gab es ein Call of Paper, wie das ja so auf Neudeutsch heißt, ja, vom Konservativen zum egalitären Wohlfahrtsstaat, radikale Arbeitszeitverkürzung als Voraussetzung für eine umfassende Work-Life-Balance. Ja, und Michael, ich komme zu dir zurück. In deinem Buch Die Überwindung der Arbeitsgesellschaft analysierst du den Kern unserer Gesellschaftskrise und ihre politischen wie ideologischen Grundlagen und verknüpfst sie mit der Frage der Freiheit und Demokratie. Ich zitiere mal ganz kurz. Vielleicht ist es schwer zu folgen, aber ich finde trotzdem die Zitate ganz, ganz, ganz wichtig. Heute unterwirft die dominierende politische Formel Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen ganze Gesellschaften dem Diktat von transnationalen Unternehmen und Finanzkapital und macht sie zu sogenannten marktkonformen Demokratien. Zweites Zitat. Der gesellschaftlich-kulturell eher steigende als zurückgehende Stellenwert der Erwerbsarbeit im Leben der Menschen bildet für meine Untersuchung, also das theoretisch zu erklärende, das zu hinterfragende Fundament dessen, was man als eine Arbeitsgesellschaft bezeichnen könnte, genauer als eine Arbeitsgesellschaft in der Krise. Arbeitsgesellschaft in der Krise mit Bindestrich. Ja, die Zitate und der Titel der Arbeit legt es schon nahe. Die jetzige Arbeitsgesellschaft steht also deines Erachtens im Widerspruch zu einer demokratischen freien Gesellschaft. Kannst du das ein bisschen erläutern und wie wäre dann jetzt im ersten Schritt, ohne jetzt so tief reinzugehen, aber wie wäre dann die Vorherrschaft der Erwerbsarbeit zu überwinden? Ja, vielen Dank. Also um jetzt noch, ich denke, das ist ja eine grundlegende Idee, die schon bei Marx und allen gediegenen Neomarxisten da ist, dass die Arbeitsutopie, die im Wesentlichen ja die Idee einer radikalen Arbeitszeitverkürzung ist, dass die irgendetwas mit gesellschaftlicher Demokratisierung zu tun haben muss, also im Umkehrschluss, dass die Idee von Vollbeschäftigung und Hauptsache einen Job haben oder eine Stelle quasi der Index einer unreifen gesellschaftlichen Stufe ist. Und ich glaube, das muss man jetzt heute nicht länger erklären, weil bei allen Tarifkonflikten natürlich diese Frage immer aufkommt, ja, wenn man zu viel fordert, dann wandern die Firmen ab und so weiter. Also ich denke, das ist, glaube ich, eine sehr plausible Geschichte. Und wenn man es jetzt ins Positive wenden würde, dann würde ich das, kann man es, glaube ich, am besten immer noch mit Marx sagen, in den Grundrissen, der gesagt hat, also wenn wir jetzt sagen, unser Programm ist die 30-Stunden-Woche, wobei ich das viel zu defensiv finde, ich würde natürlich viel eher in die 20- oder 25-Stunden-Woche gehen, aber das können wir mal dahingestellt sein lassen. Und dann würde ich aber mit Marx sagen, der in den Grundrissen ja schreibt, die freie Zeit, die sowohl Mosezeit wie Zeit für höhere Entwicklung ist, hat den Arbeiter natürlich in ein anderes Subjekt verwandelt. Das ist der erste Satz. Und der zweite, und als dieses andere Subjekt kehrt er dann in den Produktionsprozess zurück. Diese These ist deswegen so wichtig, weil sie erstens eine kulturrevolutionäre Programmatik aufmacht, also sozusagen durch fortschreitende Arbeitszeitverkürzungen werden menschliche Potenziale, Bildungspotenziale, was auch immer, freigesetzt. Und die zweite ist für die Demokratiefrage so wichtig, als dieses andere Subjekt, der eben nicht mehr nur ein Arbeitsplatzbesitzer ist, nicht mehr nur eine Lohnarbeiterin ist, sondern ein wirklicher Staatsbürger, kehrt er in den Prozess zurück und kann diesen dann, das steht dann nicht mehr drin im Zitat, demokratisch umgestalten, also die Gesellschaft insgesamt und die Arbeitsverhältnisse. Gut. Jetzt erleben wir aber, du hast ja auch gerade gesagt, diesen Abwanderungsdruck, dass die Gewerkschaften sich trotzdem an diese Thematik gerade nicht rantrauen. Ja, also haben die, ich sag mal,
was ich erlebe, ich bin selber, im kirchlich-diakonischen Bereich unterwegs, kriege so ein bisschen mit über die Kollegen im öffentlichen Dienst. Ich sag mal, also viele an der Basis haben schon das Gefühl, also wir müssen mal ran an diese Frage der Arbeitszeit. Aber warum trauen sich die Gewerkschaftsspitzen da nicht ran? Hast du da eine Idee? Ich glaube, weil eines der schlimmsten Probleme der aktuellen politischen Diskussionen und auch, glaube ich, gewerkschaftlichen und intellektuellen Diskurse besteht darin, dass man das Problem des schlechten Lebens nicht ernst genug nimmt als zentrale politische Frage. Also den Verlust von Lebensqualität in Gestalt von Angst, in Gestalt von Überarbeitung, dass das nicht als sozusagen neben der sozialen Frage als die zentrale demokratietheoretische Frage ernst genommen wird. Weil dann würde es ja viel plausibler, wenn man jetzt übereinkommen würde, nicht nur zu sagen, 90% der Menschen leiden unter Überarbeitung, also lauter klinische Werte oder Burnout oder was auch immer, sind alles immer nur Zahlen, anstatt dann den Schluss zu gehen, ja genau, und dieses Leben ist eben falsch, ja. Es ist falsch. Es ist nicht nur phasenweise, wie die IG Metall behauptet, falsch. Wir müssen mal irgendwo 2 Jahre ein bisschen runtergehen, ja, sondern es ist einfach prinzipiell während der gesamten Erwerbsbiografie zu viel. Und dieses Leben muss abgelehnt werden. Und deswegen diese Defensivhaltung, die uns diesen Erpressungen unterwirft, ist ein Produkt einer mangelnden kulturellen und politischen emanzipatorischen Grundüberzeugung, dass wir für ein besseres Leben kämpfen und dafür eintreten. Und das betrifft natürlich auch Funktionäre in den Gewerkschaften und es betrifft auch Intellektuelle an Hochschulen oder an Schulen oder in den Zeitungen. Ja? Also sozusagen, das betrifft eben alle. Und ich glaube, als dieses Thema, was alle betrifft, muss diese Frage, glaube ich, viel aggressiver sozusagen von uns allen und selbstbewusster vertreten werden, anstatt es als Privatproblem zu sehen. Ich bin wieder so müde. Und so weiter. Ja, danke erstmal. Fritz, nehmen wir das mit dem Problem des schlechten Lebens. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um mit dir anzufangen. Diese Expertise zur Arbeitszeitverkürzung. Wenn man das Inhaltsverzeichnis liest, ich meine, ihr begründet das im Nachhinein dann auch, finde ich gut und fundiert, das liest sich eigentlich wie ein Forderungskatalog. Da stehen ein paar Stichworte drauf, Schutz und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit und Entlastung des Gesundheitssystems, mehr Zeit für Care- und Pflegearbeit, mehr Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, Entlastung und Würdigung der Arbeit des Alltags und das schließt dann wieder auch ein bisschen dann zu Michael an, Stärkung der Zivilgesellschaft, mehr Zeit für Ehrenamt, politische Partizipation. Also das sind jetzt nur ein paar einzelne Schlagwörter daraus. Was ich an dieser Expertise so spannend fand, ist, dass ihr argumentiert, dass Unternehmen auch da, jetzt kommen wir auf die unternehmerische Seite, dass selbst hier unter diesen Rahmenbedingungen, in denen wir leben, im Wesentlichen auch Unternehmen von Arbeitszeitverkürzung profitieren. Selbst dann, wenn sie keine unmittelbaren Produktivitätssteigerungen zur Folge hat. Und wenn wir jetzt über das Thema Arbeitszeitverkürzung reden, ja, dann kommt immer der Kostenfaktor der Arbeitgeber ins Feld. Stichworte Wettbewerbsfähigkeit, Globalisierung, Abwanderung. Wie argumentiert ihr hier aus wissenschaftlicher Sicht? Ihr habt in diesem Paper, was ich eben erwähnt habe, dann jetzt im letzten Jahr bei dem Thema Arbeitszeitverkürzung von einer realen Utopie gesprochen. Ja, gut, vielleicht muss ich schnell vorweg schicken. Ich bin ja Arbeitssoziologe und weil jetzt gerade Marx gefallen ist, wenn man sich auf Marx beruft bei der Arbeitszeitverkürzung, dann kommt man in der Diskussion auf ein bestimmtes Problem, dem muss man sich da im Klaren sein. Da, wenn man sich auf Marx beruft, hat man auch immer das Moment nicht Emanzipation, Entwicklung des Menschen in und durch Arbeit. Nicht? Und deswegen hast du in der Diskussion auch Gegner auf der Seite, die sagen, nicht Arbeitszeitverkürzung, sondern wir müssen die Arbeit selber human machen. Nicht Arbeitszeitverkürzung, sondern die Arbeit muss menschlich werden und der Mensch verwirklicht sich in der Arbeit. So. Diese Position vertrete ich auch, habe immer politisch dafür gekämpft, für die Humanisierung der Arbeit und trotzdem aber
jetzt Arbeitszeitverkürzung. Also das muss man jetzt nochmal vorweg sagen. Trotzdem, also Arbeit muss auch weiter human bleiben und trotzdem geht es, da schließe ich mich an, um eine Arbeitszeitverkürzung. Unser Ansatz ist ja, weil das auch ein Beitrag ist zu humanen Arbeit, weniger zu arbeiten. Und B, fragen wir natürlich, wie ist das durchsetzbar? Gibt es Entwicklungen? Und für uns ist der Ansatz der Arbeitszeitverkürzung, sagen wir, wenn man so will, ein Nukleus zur Lösung einer ganzen Reihe gesellschaftlicher Probleme. Wir sagen, in unserer Gesellschaft haben sich eine ganze Menge Probleme angesammelt, also wie das Rentenproblem, die Frage des Care, der Versorgung von Kindern, der Versorgung von Pflegebedürftigen. Ich will das jetzt, du hast gesagt, einen ganzen Kranz. Und wo wir versucht haben, in der Expertise zu zeigen, dass diese Probleme nur lösbar sind, wenn man die Arbeitszeit verkürzt. Damit ist nicht gesagt, dass die Verkürzung der Arbeitszeit damit alles gelöst ist, aber es ist quasi die Voraussetzung dazu. Du hast angefangen mit dem 8-Stunden-Tag. Rückblickend haben wir die These, und da haben wir sehr viele, die das bestätigen, sagen, der 8-Stunden-Tag war mit eine Voraussetzung, überhaupt den anfangs einen modernen Kapitalismus zu schaffen, mit seinem Wohlfahrtsstaat und alles. Zuvor haben die Leute ja 10, 12 Stunden gearbeitet. Alles, was dann entstanden ist in den 20er Jahren und in der Nachkriegszeit, wäre ohne den 8-Stunden-Tag nicht möglich gewesen. Und wir sagen, die Gesellschaft ist an einem gleichen Punkt. So. Und wenn man das so sieht, dann sagen wir, die Lösung, und dann wird immer natürlich argumentiert, natürlich die Arbeitszeitverkürzung schädigt die Wirtschaft, und wir sagen, das ist Quatsch, sondern es ist genau der Einstieg in die Lösung einer Reihe sozialpolitischer, gesellschaftspolitischer Probleme, und deren Lösung, von denen profitieren auch Unternehmen. Nicht direkt, aber wie immer nicht, das ist die gleiche Argumentation mit dem Gesundheitsbereich, wo auch immer die Unternehmen sagen, die Gesundheitskosten werden so teuer und belasten uns, aber jeder weiß, das liest man im zweiten Semester Sozialpolitik, dass natürlich ein funktionierendes Gesundheitssystem gerade auch dazu beiträgt, dass es Arbeitskräfte gibt, gesunde Arbeitskräfte, und der Kapitalismus das dringend braucht. Also diese sozialen Kosten sind alles andere als jetzt nur Belastungen, und der Wohlfahrtsstaat ist ein Märchen des Liberalismus, sondern der Wohlfahrtsstaat ist genau dazu da und auch notwendig gewesen, damit sich der Kapitalismus entwickelt. Und so über diesen Weg, sagen wir, trägt die Lösung der Rentenproblematik, des demografischen Wandels, der Erziehung von Kindern und, natürlich indirekt, ob man das will oder nicht, auch dazu bei, dass die Unternehmen davon profitieren. Das ist mal ganz kurz. Ja, vielleicht können wir das an einem von diesem Stichwort mal ein bisschen deutlicher machen. Also nehmen wir mal diesen Gesundheitsbereich. Ja, wir haben also ein hohes, also wenn man sich sozusagen die Zahlen der Krankenkassen anschaut, also psychische Erkrankungen, Depressionen, Burnout, also psychisch bedingte Fehlzeiten und wie gesagt, dass Leute dauerhaft oder mittel- bis langfristig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, nehmen zum Beispiel zu, ja. Also ich habe das Gefühl, also auch aus der betrieblichen Arbeit, ja, ich bin, vielleicht das auch noch als Anmerkung, ich bin betrieblicher Interessenvertreter, ja. Ich merke, dass betrieblich manches ja gar nicht gestaltbar ist. Selbst wenn man mit einem guten Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz drangeht, also du kriegst die Belastung ja nicht weg dadurch, weil die Belastung ja von außen kommen, ja. Du kannst betrieblich natürlich das eine oder andere machen. Gut, also da brauchen wir Veränderungen, da ist ja auch der Gesetzgeber gefordert. Nicht alles, glaube ich, lässt sich sozusagen tarifvertraglich regeln, sondern wir brauchen auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Kannst du das ein bisschen erläutern, was euch da sozusagen in dieser Expertise sozusagen zu dieser Fragestellung beschäftigt oder was ihr da sozusagen als Vorschlag, sagen wir es mal so. Also es gibt natürlich eine lange Tradition, ich habe vorher schon das Stichwort Humanisierung der Arbeit genannt, das ist in den 70er Jahren aufgegangen. Da ging es darum, eben zu sagen, Gesundheitsgefährdungen entstehen vor allem und primär im Arbeitsbereich und nicht, weil die Leute rauchen oder weil die Leute zu viel Alkohol trinken oder zu wenig spazieren gehen, sondern letztlich sind es die Arbeitsbedingungen, die Leute direkt und indirekt krank machen. Und deshalb geht es in Gesundheitspolitik primär darum, in dem Stichwort, Arbeit darf nicht krank machen.
So. Und das hat auch ganz viel an Gesundheitsschutzmaßnahmen zu Wege gebracht und dafür wird auch gekämpft. Aber, und da stimmen wir zu, wir erkennen, dass die Entwicklung im Arbeitsbereich teilweise in eine Richtung gehen, wo man mit der Gestaltung, gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeit schlicht an Grenzen kommt. Das kann ich jetzt leider im Einzelnen nicht ausführen, aber das ist zum Beispiel durch die Digitalisierung vernetzte Systeme, nicht? Man findet keinen Schalthebel mehr, mit dem man sagen kann, dort und dort, wenn man das verändert, dann nehmen die Belastungen ab. Sondern es ist wie so ein Zirkel, der immer weitergeht und ist ein echtes Problem, weil man auch keine richtigen Schuldigen mehr findet. Nicht? Früher konnte man irgendwas Management oder irgendeinen Arbeitsvorbereiter oder irgendwas dingfest machen und sagen, hier könnt nicht immer das Fließband immer schneller machen. Das ist das Ähnliche wie in bestimmten Bereichen gibt es körperliche Belastungen, die kriegst du auch nicht weg durch Technisierung. Und da sagen wir, ist die einzige Lösung, weniger zu arbeiten. Und das muss den Unternehmen und der Politik klar gemacht werden. Das, und das ist nur ein Beispiel, wenn ihr gesundheitsförderliche Arbeit wollt, dann geht das nicht ohne eine massive und zwar generelle Verkürzung von Arbeit, weil diese Belastungen, die dort vorkommen, man nur begrenzte Zeit Anführungszeichen aushalten kann und durchhalten kann. Und das kann man jetzt auf ganz verschiedene Bereiche, immer wieder das Argument, wenn ihr wollt, dass Männer auch sich um Kindererziehung kümmern, dann geht das nur, wenn Arbeitszeit gleich verteilt wird, sonst kriegen wir immer wieder die Dualität, wie wir jetzt auch haben, die Männer arbeiten 40 Stunden und die Frauen machen Teilzeit. Nicht? Und da hilft auch nichts, wenn man das phasenhaft macht, weil das führt dann wieder zu Diskriminierung von eben diesen Teilzeitbeschäftigten, sondern es geht nur, wenn allgemein die Arbeitszeit so ist, dass es normal ist, dass ich mich als Vollerwerbstätiger auch gleichzeitig um die Erziehung von Kindern kümmern kann. Und so kann man das auf ganz verschiedene Felder durchleben, wo man zeigen kann, man kommt da nur weiter, wenn man auch, nicht nur, aber auch die Arbeitszeit verkürzt. Und für den Gesundheitsbereich gilt das genau. Wir müssen, das ist eine bittere Erkenntnis auch, nicht, dass man sagt, man ist da mit der Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeit irgendwo an Grenzen. Und es geht nur, wenn man weniger arbeitet. Ja, Martina, damit sind wir eigentlich bei einem Akteur, ne? Der da eine ganz wichtige Rolle spielt. Also was ich selber mitbekommen habe, ich glaube, was wir alle wahrgenommen haben, also so langsam wird die Frage von Arbeitszeitverkürzung in den Gewerkschaften auch wieder auch politisch diskutiert. Zum IG Metall-Abschluss kommen wir später nochmal. Aber jetzt kommen wir mal zurück, oder jetzt kommen wir mal zu deiner Gewerkschaft oder zu unserer Gewerkschaft. Ich bin ja auch Verdi-Mitglied. Der Bundeskongress hat sich, ich glaube, da habt ihr als Frauen auch eine wesentliche Rolle gespielt, in den ganzen Debatten davor, für eine kurze Vollzeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich ausgesprochen, der Verdi-Bundeskongress 2015. Wichtig ist, sei der Schutz gegenüber Anstrengung und vorzeitigem Verschleiß. Und was ich ganz wichtig finde in dem Zusammenhang auch, in diesem Verdi-Beschluss steht auch drin, dass die gesetzliche Höchstarbeitszeit von 48 in der Woche auf 40 Stunden zu reduzieren sei, also eine gesetzliche Regelung zu verändern und dass doch die zulässigen Ausnahmeregelungen zu reduzieren sei. Was in dem Beschluss nicht drinsteht, aber was jetzt aber auch hier sozusagen was Beschlusslage der Verdi-Frauen ist und auch was in Bayern die Landesbezirkskonferenz schon längst beschlossen hat, ist tatsächlich also die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung mit dem Ziel die 30-Stunden-Woche mit vollem Lohn- und Personalausgleich sozusagen. Das zu fordern, nur es findet ja momentan kaum oder gar nicht, also wenn ich jetzt an den Tarifabschluss und den Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst denke, es findet derzeit ja überhaupt noch keinen sozusagen. Es geht nicht rein in die tarifpolitische Forderung. Ja, warum ist das so? Wie beurteilt ihr da eigentlich die Lage als Verdi-Frau? Und woran liegt das? Ja, woran liegt das? Vielleicht noch mal vorab.
Wir Frauen, wir fordern ja schon recht lange die 30-Stunden-Woche. Ne? Also es ist auch oft recht mühsam über die vielen, vielen Jahre, die wir über Arbeitszeitverkürzungen reden für uns. Ja? Weil wenn du betrachtest, Gewerkschaften brauchen ja immer unheimlich lange. Als ich 76 eingetreten bin, haben wir zeitgleich die 35-Stunden-Woche gefordert. 79 wurde es dann offiziell in den Forderungskatalog aufgenommen. 84 haben wir den ersten Schritt gemacht, 86 den zweiten. 11 Jahre, ja, war der Weg, bis wir das hatten. Und es waren dann letztendlich für die 7-Stunden-Tag bei uns in der Druckindustrie. Wir Frauen haben parallel dazu immer gleich gesagt, wir brauchen den 6-Stunden-Tag. Und da möchte ich kurz noch an Ingrid Kurz-Scherf, die im Übrigen letztes Jahr bei uns Frauen war, und Gisela Breil, die ja leider vor 4 Wochen verstorben ist, an das Lesebuch Wem gehört die Zeit? Ein Lesebuch für den 6-Stunden-Tag. Ja? Und das war sehr, sehr viel in der Diskussion bei uns und auch sehr wichtig für uns Frauen, nämlich um Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zu erzielen, wegzukommen von damals war in den 80er Jahren ja noch die Alleinverdiener-Ehe ein großes Modell. Inzwischen sind wir ja mit der Zuverdiener-Ehe im großen Modell unterwegs sozusagen. Ja. Und es gibt gute Gründe, aber da kommen wir nachher noch dazu, warum wir die Arbeitszeit ansonsten noch brauchen. Ja, vielleicht, warum es so einen kleinen Bruch gab und auch im öffentlichen Dienst. Ich komme da ja ursprünglich nicht daher. Wir haben in der Druckindustrie eine Stunde weniger gehabt und das wurde in Schichtplänen auch quasi, musste das berücksichtigt werden, eine ganze Stunde. Und wir haben dadurch verhindert, in diesem technologischen Wandel, der ja damals vom Bleisatz sozusagen in die digitale Welt ging, dass vielleicht noch mehr Arbeitsplätze abgebaut wurden. Ja, das, so war das bei uns. Im öffentlichen Dienst haben die ja so kleine Schrittchen dann irgendwann Ende der 80er Jahre gemacht, 18 Minuten am Tag. Das ist alles aufgefangen worden mit Mehrarbeit. Und die Menschen waren sehr, sehr enttäuscht darüber auch. Und ich glaube, im öffentlichen Dienst gab es ganz lange keine Diskussion über weitere Arbeitszeitverkürzungen. Deshalb, weil zeitgleich haben die natürlich auch weniger Löhne. Es gab zwar einen Lohnausgleich, aber Lohnabschlüsse, die unter aller Kanone waren. Und dann will ich noch kurz erinnern daran, dann hat die IG Metall nach dem Mauerfall eine Riesenniederlage im Osten erlebt. Ja, also mit dem Einführung 35-Stunden-Woche, ihre größte Niederlage überhaupt, weshalb sie lange nichts angegriffen hat. Jetzt, warum bei uns im Moment nichts los war bezüglich Arbeitszeitverkürzung, obwohl es ja Beschlusslagen gibt, die sehr differenziert sind, können wir nachher nochmal drüber reden, weil 30 Stunden ist das, was wir hier in Bayern bei Verdi beschlossen haben, genauso wie unseren Frauenantrag mit den 40-Stunden-Gesetzesänderung. Diese ganzen Sachen sind nur als Material an die Grundsatzabteilung gegangen. Es gab 100 Anträge zum Thema Arbeitszeit, bestimmt 15 in Richtung 30-Stunden-Woche. Nur so viel dazu. Ne? Aber jetzt war eine Lohnrunde im öffentlichen Dienst. Da hat die Entlastung eine Rolle gespielt, die ganz wichtig ist. Vor allen Dingen bei denen, wo wir ein bisschen kampfstärker sind, da spielt es eine wichtige Rolle im Pflegebereich, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Altenpfleger und im sozialen Bereich. Ne? Da, das ist es. Und es soll, wir haben Frank Pszirske neulich bei uns bei LoRa gehabt, im nächsten Jahr um Arbeitszeit gehen. Ja, also das fand ich jetzt ganz interessant, aber da kann ich nachher vielleicht noch mal was sagen. Es ist aufgegriffen worden, die Arbeitszeitverkürzung jetzt ab 1.1.18 Telekom, ja, die sind dann mal von 9, von insgesamt 40 sind die jetzt bei 38,5. Winzige Schritte, aber sind Schrittchen, sagen wir mal so. Dann hat die Post sich den Eisenbahnern angeschlossen und
Zeit für Geld. Also das Geld in Zeit und überwiegend nehmen offensichtlich auch bei der Post die ein bisschen besser verdienen die freie Zeit dafür. Das sind so kleine Bewegungen, die aktuell sind. Die passen natürlich mit der Beschlusslage überhaupt nicht zusammen, ne? Ja. Also ich denke, auf manche Sachen kommen wir noch. Einen Punkt würde ich ganz gerne noch mal mit reinnehmen. Es gab vom Bayern Forum der FAS eine veröffentlichte Studie 2016. Ja, also Mitautorin war die Jutta Almendinger. Der Name ist ja im Zuge von Arbeitszeitverkürzung auch durchaus schon einigen geläufig. Also Lebensentwürfe junger Frauen und Männer in Bayern war der Titel. Und da steht eigentlich, wenn man das liest, dann wird darin deutlich, eigentlich, also der jüngeren Generation geht es eigentlich darum, tatsächlich hier, also sowohl bei Frauen als auch Männer, die Ansprüche sind da gar nicht so unterschiedlich, sozusagen Leben und Arbeit ja in Einklang zu bringen und das gleichmäßig gerecht auch zu verteilen. Ja, also die Männer wollen gar nicht so viel arbeiten, damit sie mehr Zeit haben für Familie. In der Wirklichkeit, ja, sobald die Kinder da sind, genau, läuft es genauso klassisch. Ja, Mann bleibt Vollzeit im Beruf, Frau arbeitet dann irgendwann wieder Teilzeit. Ja, für mich ist so die Frage, würde das nicht sozusagen, also wenn die Gewerkschaften mit dieser Frage offensiver umgehen würden, ja, würde das sozusagen diese Forderung nach der kurzen Vollzeit, die, wenn man es ernst nimmt und ernst nehmen will, ja, Stichwort Lohn- und Personalausgleich, das bedeutet ja gleichzeitig eine deutliche Erhöhung der Stundenlöhne von allen Leuten, die jetzt nicht Vollzeit arbeiten. Ja, wer 30 Stunden arbeitet, kriegt ja plötzlich ein Vollzeitgehalt. Wer 20, ja, du kriegst 33, also es wäre eine Lohnerhöhung von 33%, wenn wir von 40 auf 30 denken. Ja, für alle, die nicht Vollzeit arbeiten. Wäre das nicht eine Möglichkeit, gerade jüngere Beschäftigten für die Gewerkschaften zu mobilisieren? Ja, freilich. Ich denke, das ist auch gerade bei jungen Frauen ein ganz wichtiges Thema, also Arbeitszeitverkürzung. Und auch bei den jungen Männern, da verändert sich ja ganz viel. Die wollen gemeinsam, wenn sie Familie gründen wollen, das machen. Die wollen einfach weniger arbeiten. Das ist sehr wichtig. Aber wie du schon sagtest, die Jugend fordert das ja auch. Also die 30 Stunden. Wir haben gemeinsam mit denen Veranstaltungen zu diesen Themenbereichen gemacht. Aber die Realität ist jetzt noch leider eine andere, ja. Weil ich meine, dieses Projekt, in dem ich arbeite für Wiedereinsteigerinnen, wir haben hier in München jetzt circa 4200 Frauen beraten, die wieder in den Beruf zurück wollten. Und die waren 8,6 Jahre im Schnitt aus dem Beruf raus. Also es gibt diese Alleinverdiener Ehe oder Beziehung, die gibt es noch. Ja? Also es ist rückläufig. Vor 8 Jahren hatten wir noch 11,5 Jahre, jetzt sind es nur noch 8,6. Aber sie gibt es reichlich und die Frauen wollen dann in Teilzeit zurück. Also es gibt ganz wenige, die in Vollzeit wollen. Und das ist eine Schicht der gut bestqualifiziertesten Frauen. 2/3 haben einen Hochschulabschluss und fast 100%, 86, haben einen Berufsabschluss. Und das macht, glaube ich, deutlich, dass wir nochmal unterscheiden müssen zwischen denen, die geringes Geld haben. Für die stellt sich gar nicht die Frage, zu Hause zu bleiben. Das ist, also die aussteigen, das sind die gehobene Mittelschicht ist das, ja, die sich das leisten können. Und diese kurze Vollzeit, die geht genau in die gleiche Richtung, damit ohne Lohnausgleich, wie das diskutiert wird. Wer kann sich das denn leisten? Darüber müssen wir schon reden. Ne? Also wenn wir keinen Lohnausgleich haben und diese kurze Vollzeit machen, das trifft den Nerv für viele, die genug verdienen, ja? Aber nicht die hier in München Miete nicht zahlen können. Also ich sag mal, also für mich so der nächste Schritt wäre zu sagen, natürlich, also ich habe so das Gefühl, da und da. Also wir steigen ein bisschen in die Diskussion ein. Ne? Also das waren jetzt die Eingangsstatements. Und wenn jemand hochkommen will und sich auch beteiligen will, selbstverständlich nach vorne kommen. Ja? Jetzt
gebe ich es erstmal dir und dann. Du kannst gerne hochkommen. Ich wollte nur ganz kurz das nochmal bestärken, weil ich glaube, das ging ja auch aus dem hervor, dass man das große Problem tatsächlich die soziale Spaltung ist und dass wir da zwei vollkommen verschiedene Beschäftigtengruppen haben, was auch eigentlich viel von der Sprachlosigkeit in diesem Land natürlich erklärt. Das sozusagen die Lebensrealität der einen hat mit der, also wo es ganz viele Optionen gibt, wann steige ich ein, wann steige ich aus, wer nimmt das Sabbatical, wer verzichtet sozusagen auf Lohn zugunsten von mehr Zeit. Das sind alles Luxusprobleme, die sozusagen halt nur so und so viel Prozent der Leute haben. Ja? Das scheint mir jetzt ein ganz wichtiges Problem zu sein. Und das Zweite, der Wiedereinstieg, deswegen ist, glaube ich, die Arbeitszeit so wichtig, ist eben konkrete Optionen haben. Also gibt es in einer Branche X überhaupt die Möglichkeit, weniger als Vollzeit zu arbeiten? Deswegen ist es natürlich auch interessant, nicht nur über tarifliche oder gesetzliche, sondern auch über einzelbetriebliche Angebote zu reden. Also es hindert ja niemanden an einer öffentlichen Behörde daran, irgendwelche Führungspositionen in 30 Stunden auszuschreiben. Es gibt kein rechtliches Verbot, nur ist es halt ein bisschen unattraktiver. Aber da sehe ich zum Beispiel eine extreme Mutlosigkeit in öffentlichen Behörden, konkrete Angebote. Also warum macht die Deutsche Hochschule das nicht? Ich sehe keine Professuren in Teilzeit ausgeschrieben. Das ist ein totales Armutszeugnis. Das sind dann gleichzeitig Menschen, die Texte schreiben über Burnout oder Überlastung und machen aber nichts sozusagen an dem konkreten Ort, wo sie sind, in dieser Sache selber. Also das halte ich, sagen wir mal, für einen interessanten Punkt. Ich glaube, es wäre sinnvoll, oder sich einig zu werden, nicht auch jetzt in der Diskussion, was wir wollen. Denn wenn man jetzt einfach nur sagt, Arbeitszeitverkürzung 30 Stunden, bekommt man von unendlich vielen Leuten heutzutage Beifall. Nicht? Und der Name Jutta Almedinger steht jetzt zum Beispiel dafür, die auf den ersten Blick fordert die das Gleiche. Die ist ja Direktorin des WZB, des Wissenschaftszentrum Berlin. Wenn man jetzt aber genau hinsieht, dann fordert sie es phasenbezogen, nämlich für junge Menschen, die eine Familie haben. Und sie hat sich ganz vehement gegen unsere Forderung, generelle Arbeitszeitverkürzung, ausgesprochen. Und das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Das heißt, nicht und unsere These ist aber die, solange ich das nur gruppenbezogen mache, nicht, schaffe ich immer wieder Ungleichheiten und wird das nicht gehen. Und ich verstehe eigentlich die Argumente, die einerseits sagen, ja, Arbeitszeitverkürzung, ja, auf die gleichen Probleme sogar Bezug nehmen, auf die wir auch Bezug nehmen, aber dann gleichzeitig sagen, aber nicht generell, das hat natürlich so ein bisschen den Habitus, wir dürfen doch den Leuten nicht vorschreiben, wie lange sie arbeiten und alle die Dinge. Und das halte ich, und deswegen wollte ich das nur nochmal präzisieren, uns geht es um eine generelle Arbeitszeitverkürzung und alles andere halten wir, oder ich sage jetzt mal ich, einfach für Scharlatanerie. Das wird nichts. Mein Name ist Christian Brassener. Ich bin bis vor 9 Wochen Betriebsrat gewesen hier in IG Metall, in der Luftfahrtindustrie hier in München und bin darüber hinaus in der Münchner Gewerkschaft Linken aktiv und in dem bundesweiten Arbeitsausschuss der Gewerkschaft Linken. Wir vertreten seit Jahrzehnten die Forderung nach radikaler Arbeitszeitverkürzung und ich möchte mal kurz darauf eingehen, was du am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, man müsse mehr oder weniger auch die Unternehmen davon überzeugen, dass es für ihnen was bringt. Diese These lehne ich ab, weil es ganz klar ist, die Länge des Arbeitstages ist seit Beginn der Arbeiterinnenbewegung immer umstritten gewesen. Und es ist klar, dass eine radikale Arbeitszeitverkürzung auf 30 oder 25 Stunden Woche gegen die Interessen des Kapitals durchgesetzt werden muss. So, das heißt konkret, die werden das nicht irgendwie, kannst du noch so viel überzeugen, dass es für denen ihre Profitabilität zukunftsfördernd wäre, wenn Arbeitszeitverkürzung wäre, weil Leute dann netter arbeiten und besser arbeiten und vielleicht auch mehr Ruhe haben und so weiter. Das interessiert die nicht. Man muss klipp und klar sagen, Arbeitszeitverkürzung, da geht es darum, wie lange kann der Arbeitgeber die Arbeitskraft an einem Tag ausbeuten. Darum geht es. Und darum war der Widerstand auch gegen diesen Arbeitszeitverkürzungsvorschlag von IG Metall auch ziemlich erstmal groß. Was ist erreicht worden in IG Metall-Tarifrunde? Keine radikale Arbeitszeitverkürzung, keine Arbeitszeitverkürzung für alle, sondern für bestimmte Kreise, Schichtarbeiterinnen und Leute, die pflegebedürftige Familienmitglieder haben, darf ist eine Arbeitszeitverkürzung erreicht worden, aber nur dann,
wenn gleichzeitig auf betrieblicher Ebene der gleiche Prozentsatz von Leuten, die dann in 28 Stunden gehen, länger arbeiten dürfen. Das heißt, im Arbeitsvolumen, Arbeitszeitvolumen wird sich nichts ändern. Es ist keine Arbeitszeitverkürzung. Warum ist das passiert? Ich habe selber im Vertrauensgehör von IG Metall in meinem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, und nicht mein Betrieb, wäre schön gewesen, in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, habe mitbekommen, die IG Metall hat vor dieser Tarifrunde klipp und klar eine radikale Arbeitszeitverkürzung, wöchentliche Arbeitszeitverkürzung, eine Absage erteilt. Das wäre nicht modern. Was heißt modern? Modern heißt, dass tatsächlich diese gruppenbezogene, angeblich individuelle Arbeitszeitverkürzung möglich sei. Das ist eine Illusion. Du hast genau richtig gesagt, in der Tat, man organisiert sich damit verschiedene Arbeitsinteressen. Und bei der nächsten Tarifrunde haben wir jetzt Leute, die in einem gleichen Betrieb mit vier verschiedenen Arbeitszeiten arbeiten. So, das heißt, da haben wir eine Aufsplitterung der Arbeitszeiten, eine Aufsplitterung der Interessen und keine gemeinsame Kollektiv- oder tendenziell wird es immer schwieriger, zur Arbeitszeit gemeinsame kollektive Arbeitszeitkämpfe zu organisieren, weil alle haben andere Interessen. So, von daher, warum wollen die Gewerkschaften nicht an diese Frage radikaler wöchentliche Arbeitszeitverkürzung ran? Weil es seit dem Fall der Mauer einen Paradigmenwechsel bei der Gewerkschaftsführung gegeben hat. IG Metall will gestalten und will nicht mehr Gegenmacht sein. Und sie hat de facto seit Jahrzehnten dafür eingetreten. Wir haben jetzt 4 oder 5 Tarifrunden gehabt, wo wir Warnstreikwellen gehabt haben. Mit 800.000 Warnstreikbeteiligten um den Dreh rum, 800.000 jeweils. Es gab aber 10, 15 Jahren keinen richtigen Arbeitskampf. Das erste Mal, dass wir jetzt einen Arbeitskampf haben, war dieses Jahr, wo 24 Stunden bezahlt gestreikt worden ist. Und das war, ich war selber noch dabei, wo ich im Betrieb war, habe dann auch Unterstützung bei BMW und bei MAN Streikposten gestanden. Die Leute waren begeistert, dass sie endlich was wegen oben gezeigt haben, dass sie richtig gestreikt haben und bezahlt worden sind. Nicht nur Warnstreiks, wo wir eben nicht bezahlt haben, eigene Kosten. So, die Streikkassen sind also endlich mal genutzt worden, um die Streikleute, die gestreikt haben, zu bezahlen. Das fanden sie toll und es wurde auch schon gesagt, aber das Ergebnis ist scheiße gewesen. Das muss man sagen. Leider. Das Ergebnis ist scheiße, kontraproduktiv. Und trotzdem will ich sagen, die Tarif, und der letzte Punkt ist, dann mache ich den Schluss. Ich denke, die IG Metall-Führung wird diese Arbeitszeitverkürzung in Tüttelchen benutzen, um zu sagen, ja Leute, wir haben jetzt was zur Arbeitszeit getan. Arbeitszeitverkürzung, 35-Stunden-Woche oder 30-Stunden-Woche oder 25-Stunden-Woche, das brauche ich jetzt nicht mehr machen, wir haben jetzt Arbeitszeitverkürzung. So. Es ist ein Scheinkampf gewesen um Arbeitszeitverkürzung und es war keine richtige Arbeitszeitverkürzung, um das Thema vom Tisch zu kriegen, weil die Gewerkschaftsführung, auch die DGB insgesamt, auf Anpassungskurs sind und auf Gestaltung des Standortes Deutschland. Ja, bleiben wir vielleicht bei dem Abschluss. Also ich denke, Christian, was du schon richtig gesagt hast, es war ja gar nicht Teil der Tarifforderung. Ja? Es hat diese riesengroße Kampagne gegeben 2017, also wo die Gewerkschaft mit ihren Mitgliedern diskutiert hat, Stichwort Mein Leben, meine Zeit hieß er. Ne? Also ich habe nochmal auf der Webseite geschaut, da standen 3 Forderungen drauf. Für ein Recht auf Abschalten, also auch mal weniger arbeiten, vielleicht auch die Endgrenzung einzufangen, Rückkehrrecht in Vollzeit war die zweite Forderung und Entgeltausgleich bei Auszeiten wegen Kindernpflege und Bildung. Letzteres ist ja in dem Abschluss überhaupt nicht mehr drin. Ja, das ist ja sozusagen eine Arbeitszeitverkürzung auf den Rücken der Beschäftigten befristet, ja, selbst bezahlt. Michael, du hast ja einen Artikel geschrieben, der dann da, wo du hättest unterbringen wollen, nicht erschienen ist, der dann in einem kleinen unbedeutenden Blog dann veröffentlicht worden ist. Du hast ja die Forderung als solche schon kritisiert, ja? Also das schließt sich ein bisschen an. Also magst du da noch was ergänzen? Ja, gerne. Also ich sehe das exakt genauso. Also, aber das ist auch das Argument von dir gewesen, dass es eben alles, was keine generelle neue Norm ist, wirkt sozial spaltend. Ja,
Das ist, glaube ich, und das ist auch eine demokratietheoretische Hypothese, die sozusagen für Arbeitskämpfe genauso wie für die Demokratie insgesamt, diese ganze Geschichte mit der Flexibilisierung, unter der alle segeln, die wird jetzt versucht, links anzumalen, aber sie ist halt eine rechte Flagge. Und da darf man sich keine Illusionen hingeben. Und jetzt, ich glaube, dass, und das klingt jetzt so ein bisschen verschwörungstheoretisch vielleicht bei dir, aber ich glaube, dass die Geschichte, nein, also sozusagen, aber was, glaube ich, was stimmt, ist, dass es ein semantischer Trick ist. Man hat behauptet, es ginge um Arbeitszeitverkürzung und die Realität war eine andere. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt an dieser dieser katastrophalen strategischen Fehlentwicklung bei dieser Tarifrunde gewesen, weil ich glaube, und das entspricht ja, glaube ich, auch dem, was du sagst, dass die Bereitschaft bei den Beschäftigten da gewesen wäre, wenn man sie denn hätte mobilisieren wollen. Also ich glaube, dass es in der Luft liegt gerade, sodass ich die Problematik tatsächlich eher bei der Gewerkschaftsführung im Augenblick sehe, als jetzt sozusagen auf anderen Ebenen. Also das halte ich für einen sehr wichtigen Punkt, diese Frage der generellen Normierung und dass man nicht lebensphasenspezifisch ist. Und da, wichtig ist, was du gesagt hast, die halten das für nicht modern. Ja? Und deswegen, das wäre meine Hypothese, ich glaube, deswegen muss man, weil du hast ja vorhin gesagt, ja, aber wie setzt man das ins Werk, weil ich mit dem Marx angefangen habe. Ich glaube, es ist die Lebensform Vollzeitbeschäftigung, die kulturelle Norm der Vollzeitbeschäftigung, das ist die zentrale Ideologie, neben sehr vielen anderen, die wir heute haben. Und die ist von den Gewerkschaften leider genauso verinnerlicht wie sozusagen von Kapitalseite auch. Und das ist sozusagen, das ist ein Punkt, den man sozusagen nur gesamtideologisch angreifen kann. Ja, ich bin Bernhard Thomas von Attac München. Vielleicht eine Beobachtung aus der Praxis. Also mein Eindruck ist, dass unter den Kollegen aktuell die Frage der Arbeitszeit sehr entspannt betrachtet wird. Also wir haben in dem Umfeld, in dem ich arbeite, immer zwei verschiedene Sorten von Leuten. Die einen haben 40-Stunden-Verträge, die anderen haben 35-Stunden-Verträge. Und das sehen die Leute aber untereinander sehr entspannt. Da gibt es jetzt keine Konkurrenz, sondern man hat eher den Eindruck, manche sind froh, dass sie die 40 Stunden plus X haben, weil sie brauchen das Geld. Und manche, und da gehöre ich jetzt dazu, sind Leute, die sagen würden, nee, also 40 Stunden möchte ich nicht. Also möchte ich schauen, dass sie wieder irgendwie mit irgendwelchen Tricks und als Leiharbeiter geht es dann doch relativ gut, auf die 35 Stunden runterkommen. Ich gebe aber zu, dass das nicht so viele sind, sondern meist wollen die Leute doch die 40 Stunden haben. Das ist jetzt erstmal die Praxis. Zu fragen ist, warum das so ist. Vielleicht kommen wir dann noch drauf. Mein Eindruck ist, auch aufgrund dieser Diskussion, dass wir zwar hier sagen, wir haben ein Ziel, nämlich Arbeitszeitverkürzung, aber eigentlich scheinen da zwei Sphären in der Luft zu hängen. Und zwar die eine Sphäre ist, wir brauchen die volle Arbeitszeitverkürzung für alle einheitlich. Dahinter steckt die Sphäre der Kapitalismuskritik, ganz allgemein. Denn das steckt dahinter. Mit einer Arbeitszeitverkürzung für alle wird nicht gespaltet, aber könnte man verschiedene Probleme des Kapitalismus, zum Beispiel die Wachstumsproblematik, irgendwie mal eindämmen. Und das Zweite ist aber die Motivation, die wir hier auch schon gehört haben, nämlich Burnout, Belastung, Lebensentwürfe, Care-Arbeit, mehr Freizeit, sinnvolles Leben. Sind zwei Sphären, die sich hier zum Teil auch widersprechen. Mein Empfinden ist, dass ich sagen würde, mir als Arbeitnehmer hilft es nichts, dass wir eine Diskussion über den Kapitalismus führen und die generelle Arbeitszeitverkürzung durchsetzen wollen, sondern mir würde das die Lösungen, die sich dem Vorwurf der Spaltung aussetzen müssen, mir als Arbeitnehmer würden sie viel mehr weiterhelfen. Ich habe auch den Eindruck in dieser Diskussion, dass zwei Stichworte überhaupt nicht verwendet werden hier, die aber zumindest was die Situation der Arbeitnehmer angeht, ganz wichtig sind. Und das eine Stichwort ist das Stichwort Pendeln. Das vergisst man nämlich immer. Die durchschnittlichen Arbeitswege verlängern sich.
Und das heißt, jedes Jahr werden die länger. Das kann die Statistik aussagen. Das heißt, dass so manche Leute nicht, wenn sie eine normale Vollzeitarbeit haben mit 35 Stunden, dann haben die einen zweiten Job, nämlich einen Fahrjob. Einen Job im Auto, Benzin zu verfahren, 2,5 Stunden am Tag, hin und zurück, durch jeden Stau. Das wird überhaupt nicht gesehen. Diesen Leuten würde es sehr helfen, wenn wir zum Beispiel individuell für diese Leute sagen würden, 3 Tage, 30 Stunden, 2 Tage übernachte ich irgendwo in einem Hotel, das lässt sich nämlich finanzieren und dann brauche ich nur noch einmal fahren. Das sind aber Visionen, die ich überhaupt nicht in dieser Diskussion höre. Ne? Das zweite, also jedenfalls hier habe ich es jetzt nicht gehört und ansonsten höre ich es auch ganz selten. Und das zweite ist die Geschichte, dass wir ja nochmal die großen Zusammenhänge sehen müssen und dann höre ich auf. Und der große Zusammenhang ist, dass ein Arbeitnehmer ja nicht nur das Problem einer langen Arbeitszeit hat, sondern er hat ja auch ein Geldproblem. Und dieses Geldproblem wird in den Ballungsproblemen im Moment ganz rasant immer schwieriger, nämlich die gestiegenen Immobilienpreise, die auf die Mieten aufgeschlagen werden. Und das heißt, dass viele Leute gar nicht mehr mit einem Job hinkommen. Und das ist etwas, was ich gerade auch von der kapitalismuskritischen Seite dann auch vermisse, dass wir ja das Problem haben, dass die Leute immer mehr Geld verdienen müssen, um sich die Lebensgrundlagen erwirtschaften zu können. Also das vermisse ich da immer. Andersrum gedacht, wenn wir die Mieten und die Immobilienpreise senken könnten, wären wir in der Lage, die Arbeitszeit zu verkürzen, ohne Lohnausgleich, und die Arbeitnehmer würden es überhaupt gar nicht merken, weil sie immer noch das gleiche Geld, die gleiche Kaufkraft in der Tasche hätten. Ja, vielleicht ganz kurz zum IG Metall-Tarif. Das ist immer ein bisschen blöd, darüber zu reden, wenn von den IG Metallern selber, die dafür sind, keiner da ist. Aber der Lischka, der, ne, dein Gewerkschaftschef, der war neulich bei uns bei Verdi im Bezirksvorstand und hat den Tarifvertrag erläutert. Und es geht nicht über Arbeitszeitverkürzung in diesem Tarif. Das hat er uns mindestens 20 Mal gesagt. Wir haben das Gesamtvolumen nicht gekürzt. So geht's schon mal los. Und da war er auch ganz, ganz stolz drauf. Ja. Vielleicht fangen wir mit der Kritik kurz nochmal an. Dass diese kampfstarke IG Metall so kampagnenmäßig über 5 Jahre den Arbeitskampf vorbereitet hat und dann nichts dabei rausholt, das ist eigentlich ein Skandal, weil die haben Mitgliederzugewinne gehabt, die gigantisch waren, weil es ein Thema ist. Das Arbeitszeit ist einfach ein Thema für die Leute, ja. Und dass sie dann sich so bestimmte Zielgruppen raussuchen, wie Menschen, die diese Doppelbelastung mit Pflege haben, immerhin jeder 11. Arbeitnehmerin, ja, zum 10 bis 15 Stunden in der Woche zusätzlich Pflegeaufgaben wahrnimmt, das ist ein Riesenthema, klar, für viele oder für Familienaufgaben. Und das spaltet die Belegschaft insgesamt, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Nichtsdestotrotz wird es interessant, wer nimmt das jetzt wahr? Wird es überhaupt wahrgenommen? Aber das können wir erst im nächsten Jahr sehen. Und zeitgleich haben wir das Problem, wo bist du, wo gerade gesagt hat, der Lischka meinte dann, naja, wenn denn wer 28 Stunden gehen will, muss jemand aufstocken. Und er hätte bei MAN so viel Anträge, so viele Leute können gar nicht auf 28 Stunden reduzieren wollen. So sieht es offensichtlich aus. Ich kann es nicht sagen, wie es ist. Aber das ist ziemlich blöd, einfach, was die IG Metall daraus gemacht hat. Schade, schade, um eine vertane Chance, würde ich sagen. Jetzt ganz kurz nochmal zu diesem Punkt, der da auch überhaupt keine Rolle beigespielt hat, weil die haben ja 2 pokelige Tage im Jahr, die Firmen schenken, wenn du wegen Pflegearbeit auf 28 Stunden gehst. 2 Tage Lohnausgleich. Der Rest ist
eine Sache, die überhaupt nicht anders ist wie die gesetzliche Lage im Moment im Übrigen. Wir haben Familienpflegezeit und ein Pflegezeitgesetz, wo du ja auch reduzieren kannst auf 2 Jahre lang. Also ich den Unterschied sehe ich so richtig nicht, außer dass du ein Recht hast, bei Kindererziehung wieder aufzustocken, von Teilzeit auf Vollzeit. Das fordern wir Frauen ewig. Mal sehen, ob es diese Legislatur jetzt kommt. Das ist der einzige Unterschied. Und dass Care-Arbeit privat bleibt, das finde ich den größten Skandal daran. Da müssen wir mal hier drüber reden. Wir haben gesellschaftliche Aufgaben von Kindererziehung, von Pflege, von sonstigen Sachen und keiner will sie zahlen. Und die Unternehmer zahlen es einfach nicht. Das ist ein Skandal. 2 Anmerkungen. Einmal diesen Gegensatz zwischen allgemeiner Kapitalismuskritik und individuellen Lösungen ist meiner Ansicht nicht so ganz zutreffend. Sondern unser Argument ist ja das, dass die individuellen oder Lösungen, die einem individuell helfen würden, ich nehme jetzt mal ein Pendlerbeispiel, nicht? Wir sagen, wenn das immer eine gruppenbezogene Lösung bleibt und individuell, dann wird sie nicht tragfähig sein, weil du dann immer der Arbeitszeit verkürzt, sich gegenüber den anderen, die normal arbeiten, in eine Defensivsituation kommt. Entweder im Arbeitsbereich selber, ach, das ist der weniger arbeitet, den können wir nicht voll einplanen, bei der Karriere wird er nicht voll berücksichtigt, bei Aufstiegsfragen und natürlich auch im Lohn. Und wir fordern und sagen, genau um die individuellen Bedarfe zu berücksichtigen, brauchen wir die generelle Arbeitszeitverkürzung. Das muss für alle normal werden, dann ist es eben für den einen fürs Pendeln gut und fürs andere für was anderes. Und es macht überhaupt dann auch die Möglichkeit erst, das bei vollen Lohnausgleich, also nicht mit Lohn. Und da komme ich jetzt zu dem zweiten. Ich stimme dir zu und das ist eben das Problem. Natürlich muss diese Arbeitszeitverkürzung gegen die Unternehmer durchgesetzt werden. Das war beim 8-Stunden-Tag auch so. Von nichts kommt nichts. Aber, und jetzt kommt nur mein Aber, wir dürfen andererseits auch nicht so blauäugig sein und immer meinen, man würde da das Kapital schädigen oder irgendwas. Nicht, das Kapital macht immer Widerstand. Wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich aber, dass da vieles auch immer dann dem Kapital nützt oder das Kapital in der Lage ist, das zu nützen. Nicht der 8-Stunden-Tag wurde auch deshalb mit eingeführt, weil Bosch plötzlich sagte, aha, wenn ich 8 Stunden die Leute arbeiten und nicht mehr 12 Stunden, dann kann ich nämlich den 3-Schicht-Betrieb einführen. So, nicht? Und dann hat sich damals schon gezeigt, dass die Einführung neuer Technologien, das war ja diese Rationalisierungswelle in den 20er Jahren, da hat man dann plötzlich festgestellt, dass die Leute durch das Tempo auch, das plötzlich durch diese Maschinen kam, einfach gar nicht mehr 10, 12 Stunden arbeiten konnte. Man hatte festgestellt, dass die Unfälle steigen und so weiter. Und das war mit ein ganz wichtiger Grund, wieso der Kampf notwendig war, aber auch nur dann erfolgreich war, weil man auch sah, aha, die Unternehmen, das schadet denen nicht nur, sondern diese Arbeitszeitverkürzung trägt auch dazu bei. Und deswegen sagen wir, wir müssen auch hinschauen heute, dass in vielen Bereichen bereits die Unternehmen selber sagen, naja, eigentlich die Arbeit ist so anstrengend und so konzentriert in bestimmten Bereichen, dass eigentlich 30 Stunden reichen würde und in solche Richtung. Natürlich gibt es da Ungleichheiten zwischen verschiedenen Bereichen, aber deswegen betonen wir das, wir dürfen nicht einfach immer davon ausgehen, ja, das schädigt die Wirtschaft. Nein, das ist unsere große These, dass eben Arbeitszeitverkürzung auch gesellschaftspolitisch positive Effekte hat, die insgesamt auch positiv zurückschlagen und keineswegs eine Politik ist, die jetzt die Ökonomie und alles Mögliche schädigt. So, das scheint uns sehr wichtig zu sein. Genau. Hallo, mein Name ist Thomas Wolf. Ich bin Vertrauensmann der IG Metall und Delegierter in der Verwaltungsstelle, das heißt jetzt Geschäftsstelle, vergesse ich immer wieder, hört sich besser an angeblich, Geschäftsstelle Rosenheim, also der Betrieb, bei dem ich Digitaldrucker montiere, gehört zu dieser Geschäftsstelle. Und ich würde gerne ein bisschen veranschaulichen, wie die Diskussionen und Aktionen auch also zu dem Thema bei uns und in dieser Geschäftsstelle bis jetzt gelaufen sind.
Ich möchte aber gerne zuvor noch etwas äußern zu dem Thema Bezug auf Karl Marx. Mit diesem Namen eines Menschen ist ja wohl eine meiner Ansicht nach bahnbrechende Gesellschaftstheorie, Theorie der menschlichen Gesellschaft gemeint, die also die Politökonomie auch begründet hat, auf neue Füße gestellt hat. Also ich finde es nicht problematisch, sich alles andere als problematisch, sich auf Marx zu beziehen bei dem Thema Arbeitszeitverkürzung, denn also seine Aussage, dass die Arbeit, also es gibt ja auch eine Schrift, ich denke, das war mit Engels zusammen oder von Engels, die Menschwerdung des Affen hängt mit der Arbeit zusammen, ja. Denn er meinte natürlich nicht die Lohnarbeit. Das ist, er hat das ja betrachtet als bestimmte Phasen der Entwicklung der Menschheit. Und er meinte eben die nicht entfremdete Arbeit, die also die Menschen also wesensbestimmend ist. Und die Lohnarbeit ist ja nun eine, die eben darauf beruht, dass man notwendigerweise seine Arbeitskraft feilbieten muss, zum Verkauf anbietet, um seine Existenz zu ermöglichen. Ne? Ja, und schließlich auch finde ich es jetzt kein Problem zu sagen, dass in gewisser Hinsicht, ich würde sagen, den Kapitalismus auch weiter am Leben erhält, dass die Arbeiterklasse um ihre Interessen kämpft. Allein deshalb, weil da gibt es diese Aussage von Marx auch, also der Kapitalismus, die Kapitalisten richten die Erde, also das, was wir heute Umwelt nennen, und den Arbeiter zugrunde. Also das, was eigentlich deren Existenz ermöglicht. Und das tun sie, weil sie nicht anders können in ihrem Konkurrenzsystem, in ihrem System der Maximierung des Profits. Und das wird eben nur dadurch eingegrenzt, dass eben diese arbeitende Klasse um ihre Interessen kämpft. Also ein klassisches Beispiel ist ja, dass die Kinderarbeit abzuschaffen erkämpft werden musste und ansonsten die Kapitalisten ja ihre eigenen Ernährer zugrunde gerichtet hätte. Ne? So, aber jetzt zu den aktuellen Sachen. Also bei der Frage, ob das jetzt kein Interesse oder doch ein Interesse von Arbeitern und ihren Gewerkschaften ist, eine generelle Arbeitszeitverkürzung, kann ich zur IG Metall nur darauf hinweisen, dass auf dem Gewerkschaftstag 2015 beschlossen wurde, eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung anzugehen. Ja? Und was eben daraus gemacht wurde, ist, ich nenne es mal, ein abgefälschter Ball. Man sollte auch mit berücksichtigen, dass ja durchaus die Notwendigkeit für die Kapitalisten, die Profite zu steigern, angesichts der sogenannten Industrie 4.0 Herausforderungen steigen. Und da gab es übrigens einen Arbeitskreis von der Friedrich-Ebert-Stiftung, der, also ich nenne sowas klassenübergreifend, von Leuten besetzt wurde, die sich überlegt haben, wie man den Bär wäscht, ohne ihn nass zu machen, sage ich mal. Also wie man die Kollegen bei der Stange hält und gleichzeitig eben diesen Anforderungen gerecht wird. Industrie 4.0 ist ja übrigens ein Schlagwort, wo Funktionäre von Arbeitgebern, einer, ich weiß jetzt den Namen nicht, gesagt haben, wir übersetzen das extra nicht ins Englische, sonst wird ja alles, weil das so schick ist, ins Englische übersetzt, sondern das ist unsere deutsche Antwort auf die amerikanische Herausforderung, also sinngemäß seiner Aussage. Also es geht um weltweiten Konkurrenzkampf von inzwischen Monopolen, von Kapitalisten, die also durchaus ihre Gegensätze haben und nicht in transnationalen Konzernen
also sich alle gern haben. Und wir sollen es ausbaden. Also dabei herauskam eben, dass man für einzelne Gruppen eine sogenannte Wahlarbeitszeit als Forderung aufstellt. Das gab schon etwas Widerstand in der IG Metall gegen das Aufstellen dieser Forderung. Beispielsweise bei der Mannheimer Arbeitszeitkonferenz im letzten Sommer, wo also Kollegen aus den östlichen Bundesländern mit T-Shirts aufgetreten sind, wo die 35 drauf stand, die ja immer noch die 38 Stunden haben. Und jetzt als Ergebnis dieser Tarifrunde heißt es, dazu gibt es eine Gesprächsverpflichtung zu dem Thema, immerhin. Ne? Gut, das kann man in der Pfeife rauchen vielleicht, aber es ist natürlich ein Ansporn für die Kollegen, dahinter zu bleiben. So, und jetzt mache ich mal einen Schwenk und sage also, am Donnerstag auf der Delegiertenversammlung habe ich gesagt, nachdem 1,25 Stunden lang die Kollegin Ute, die neue Justiziarin vom Bezirk Bayern, also versucht hat, den Metalltarifabschluss zu erklären, habe ich also gesagt, ja, das ist ja alles noch ganz einfach im Vergleich dazu, wie es aussieht, wenn man versucht, das auf die einzelnen Betriebe herunterzubrechen, die also zum großen Teil schon Abweichungen haben von den 35 Stunden. Also dieses Digitaldruckergeschäft, das brummt jetzt wie die Sau, aber wir haben nach wie vor einen 38-Stunden-Haustarifvertrag, um ein Beispiel zu nennen, ja, der weiterhin noch auf Jahre laufen soll. Und vorher hatten auf dieser Delegiertenversammlung also über eine Stunde lang von den verschiedenen Betrieben die Vertrauenskörperleiter und Betriebsräte berichtet, wie sie darum kämpfen müssen, dass sie mit sogenannten Sanierungsverträgen nicht noch weiter runtergedrückt werden. Das ist also schon mal ein Problem. Und das nächste ist, dass man jetzt schauen muss, dass man wieder zum Gewerkschaftstag der IG Metall 2019 zu der pauschalen Arbeitszeitverkürzungsforderung zurückkommt, meine ich schon. In dem Sinne, wie Professor Bohle gesagt hat, also die 30 Stunden für alle nützt dann ja auch denen, die pendeln wollen. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist, dass man das nur für Einzelne machen sollte. Ja, hier höre ich erstmal auf, jetzt habe ich den Faden verloren. Danke. Vorsicht, Vorsicht. Meine Männer reden immer so lange, Mama Mia. Ja, ich heiße Eva Brünnemann, ich bin auch bei TAC im AK Arbeit verteilen. Und vorhin, Michael, hast du ja so angedeutet, hier irgendwie Verschwörung und so, und ich finde gar nicht. Ich finde, die Gewerkschaftsführungen, die sind dermaßen daneben, und da passt gut der Spruch, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Und ich finde, wir müssen uns wirklich überlegen, was wir denn tun, weil sonst bin ich gestorben, bis wir auch nur noch 5 Minuten Arbeitszeitverkürzung haben. Also da, die stehen ja auf der Leitung, da geht gar nichts vorwärts. Du hast es vorhin erzählt, 11 Jahre braucht man, um 18 Minuten irgendwie mal, oder? 5 Stunden. Okay, 5 Stunden. Ja, aber also es kommt aus den verschiedensten Seiten. Die jungen Leute wollen weniger arbeiten, die alten Leute wollen weniger arbeiten, die Care-Arbeit soll besser verteilt werden, soll mehr anerkannt werden, und da gibt es ja ganz breites Einverständnis eigentlich. Und wieso lassen wir uns von den blöden Gewerkschaftsköpfen da zurückhalten? Weil ich glaube, dass das so ist, die Führung vom DGB und so weiter, die hocken da schön zusammen mit den Politikern und mit den Konzernen, und der ganze Kurs geht auf ich sag mal, teile und herrsche. Ja, die einen sind Leiharbeiter, die sind Werkarbeiter, die sind Solo-Selbstständige, die sind Crowdworker, Cloudworker und sonst irgendwas.
Und die Solidarität, die eigentlich mal da sein sollte, wenn die dann entstanden ist, dann kommt die Gewerkschaftsführung daher und macht sie wieder kaputt. Und die IG Metall hat zum Beispiel auch zur Spaltung beigetragen, indem sie, unsere Stammbelegschaften, da kümmern wir uns schon, aber die anderen sollen mal sehen, wo sie bleiben. Und ich finde, so geht das einfach nicht. Und da muss wirklich mal was anderes passieren und da können wir nicht warten, bis der Herr sowieso da sich mal zu irgendwas durchringt, weil das werden sie nicht tun. Und deswegen ist meine Frage, also was sollen wir jetzt machen? Wir müssen was anderes machen, weil es geht nichts vorwärts. Habt ihr da irgendeine Idee? Ich würde halt sagen, das ist eine auf den verschiedensten Ebenen, also dass individuelle Aktionen von Menschen, also zu beweisen, dass irgendwas geht. Ich glaube zum Beispiel, es hätte eine Signalwirkung, wenn bei sogenannten Hochqualifizierten, wenn einer demonstrativ in Teilzeit eine Führungsposition ausübt. Weil ich glaube, dass das kulturelle Problem die Herrschaft des Vollzeitparadigmas ist. Also das halte ich schon mal für eine, also sozusagen das sind Einzelaktionen. Die anderen haben wir ja im Prinzip schon sozusagen angedacht, aber du willst natürlich auf taktisch-praktische Fragen raus. Da übergebe ich jetzt. Dass man versteht, der strategische Ansatz. Wenn wir sagen, diese Arbeitszeitverkürzung im Kontext stellen zu einer ganzen Menge gesellschaftlicher Probleme, die auf den ersten Blick mit Arbeitszeit gar nichts zu tun haben, dann ist es für uns ein Versuch, da was politisch in Bewegung zu setzen. Und das ist jetzt keine Ausnahme, sondern so ist zum Beispiel in den 70er Jahren die Humanisierung der Arbeit auch entstanden. Kein Mensch hat sich um Arbeitsbedingungen gekümmert, bis irgendwie der Kartenstroh damals vom Sozialministerium auf die Idee kam zu sagen, eine steigende Sozialleistungsquote, also dass wir immer mehr ausgeben für Sozialversicherung, ist kein Indikator für sozialen Fortschritt, sondern eher bedenklich, weil da schlagen sich negative Folgen des Arbeitsbereiches nieder. Die Leute werden in der Arbeit krank gemacht und wir müssen hinterher zahlen, so ungefähr. Nicht? So, und deswegen wäre die Idee unseres also strategischen Ansatzes, den Zusammenhang aufzuzeigen und sagen, wenn ihr wollt, dass Leute immer länger arbeiten im Arbeitsprozess, dann wird das nicht ohne Arbeitszeitverkürzung gehen. Wenn ihr wollt, dass Männer und Frauen sich gleichberechtigt um Kindererziehung kümmern, dann wird das nicht ohne Arbeitszeitverkürzung gehen. Wenn ihr wollt, dass man Behinderte oder ältere Menschen nicht sofort ins Altenheim schickt, sondern zu Hause betreut, dann wird das nicht ohne Arbeitszeitverkürzung gehen. Und das scheint uns auch für die Gewerkschaften ein Ansatz zu zeigen, Arbeitszeitverkürzung ist nicht irgendwas Böses oder nur ein Traum von irgendwelchen individuellen Utopisten, sondern ist eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit. Das wäre unser Vorschlag, strategisch da weiterzukommen. Das ist natürlich Strategie auch, ja. Vielleicht ergänze ich mal kurz, und wenn wir wollen, dass unsere Welt noch länger existiert, dann dürfen wir nicht so viel Wachstum haben und dann müssten wir eine 20-Stunden-Woche möglichst schnell einführen mit weniger Pendeln und Co., ne? Attack, Kernforderung, glaube ich, oder? Für mich aber vielleicht ganz kurz zu dir, die du dort meintest, was machen wir denn jetzt, ja? Gesellschaftspolitisch. Ich glaube, mit den Gewerkschaften, obwohl ich ja eine starke Gewerkschafterin bin, ist es zäh. Es wird zäh sein, ne? Weil, ich meine, Mindestlohn wollten die Gewerkschaften erst nicht, aber es wurde eine gesamtgesellschaftliche Bewegung. Und so, denke ich, ist es auch mit der Arbeitszeit, wenn wir alle Punkte angehen, ein ganz wichtiger Punkt, wo Gewerkschaften und wir alle vielleicht noch mal gucken müssen. Ich meine, es gibt ja 40-Stunden-Woche in den meisten Tarifverträgen. Ich glaube, nur Land Bayern macht 40,1 oder so ähnlich. Aber und runter bis 35 Stunden. Aber was habe ich, mir extra rausgeschrieben, ja? Vollzeitbeschäftigte arbeiten im Durchschnitt 43,5 Stunden die Woche. Knapp 5 Stunden länger als vertraglich vereinbart. Jede Woche. Überstunden in Deutschland, ja? Wir sind in der Eurozone am höchsten. 16% arbeiten über 10 Stunden mehr die Woche als 40. Also ich meine, das ist ja der eigentliche Skandal. Wir haben Gesetze,
die werden nicht eingehalten. Und wenn wir da mal schon mal runterfahren würden, dass Betriebsräte auf die normale Arbeitszeit achten, die ja tarifvertraglich, arbeitsvertraglich festgelegt ist, da hätten wir schon mal einiges weniger. Also ich will trotzdem 30-Stunden-Woche und am liebsten 20, ne? Ja, ich gerne. Also ich würde da nochmal dran anknüpfen. Also ich glaube, also wir haben die tarifvertraglichen Arbeitszeiten, wir haben die gesetzliche Höchstarbeitszeit. Ja, also im Prinzip mit löchrigen Schweizer Käse der 48-Stunden-Woche. Ja, also mit Ausdehnung von täglichen Arbeitszeiten im Bereich von Pflege, von Feuerwehr etc. pp., also von bis zu 24 Stunden, die ja dann sozusagen möglich sind. Ja, also wir haben ja viele Entgrenzungsmöglichkeiten für manche Branchen da drin. Interessanterweise gerade für die Branchen, die dann häufig gar nicht so gut verdienen. Ja, also weil diese Entgrenzungsgeschichten kennt ihr aus dem Metallbereich nicht, die in der Pflege normal sind. Ja, und also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, nochmal kurz öffentliche Dienst, ne? Also wir haben ja sogar eine Verlängerung von Arbeitszeit hinnehmen müssen. Ja. War zwar jetzt in der Auseinandersetzung nur eine halbe Stunde, jetzt im kommunalen öffentlichen Dienst, aber bei uns im Bereich der Diakonie waren es anderthalb Stunden und die haben wir schon 2004 irgendwie wieder dran geben müssen. Also seitdem habe ich die 40-Stunden-Woche wieder. Also ja, und wir haben das vor allem in dem Bereich, wo es jetzt unmittelbar primär, ja, gesellschaftlich ist das natürlich eine andere Debatte, aber primär bei den Arbeitgebern in der Regel nicht um Kapitalverwertungsinteressen geht, sondern es geht um Gemeinwohl. Und beim Gemeinwohl haben wir zu lang noch im Vergleich zum Metallbereich. Wir wären ja glücklich, wenn wir die 35-Stunden-Woche hätten, ja. Wobei wir dann natürlich noch nicht an dem Punkt sind, wo wir hinkommen müssen. Aber wir haben hier eine Situation, wo in der Gemeinwohlarbeit schlechte Arbeitsbedingungen häufig sind, hohe Arbeitsbelastungen sind, wir die 40-Stunden-Woche haben und das Gehalt trotzdem nicht reicht. Ja, also da haben wir ja nochmal deutlich schlechtere Ausgangsbedingungen als in den industriellen Bereichen, IG Metall, IG Chemie etc. pp. Also ich meine, bevor man über Arbeitszeitverkürzung spricht, sollte man sich zuerst einmal überlegen, wie viel Arbeitsvolumen überhaupt erforderlich ist, um die Bedürfnisse der Leute zu befriedigen. Oder andersrum, warum ist der Hunger, der maßlose Hunger des Kapitals nach Arbeit so groß? Warum? Ich meine, weil für den Profit gearbeitet wird. Und der Profit ist von Haus aus maßlos. Das ist der Grund, warum so viel gearbeitet wird. Also ich möchte einmal das zur Diskussion stellen. Man sollte sich erst einmal überlegen, welches Arbeitsvolumen ist überhaupt notwendig. Danke, jetzt gucke ich mal, dass wir das Kabel hier... Naja, vielleicht daran anknüpfend, ich habe es ja vorhin gesagt, das Arbeitsvolumen ist relativ konstant geblieben in den letzten 20, 25 Jahren. Wir schwanken. Na, aber das ist völlig klar. Aber wie gesagt, wir haben, obwohl das Arbeitsvolumen gar nicht gestiegen ist, es ist auf mehr Köpfe verteilt worden, einerseits, ja. Also wir haben ja eine hohe Zahl von Erwerbstätigen, ja, ohne dass die Arbeitszeit insgesamt zugenommen hat. Ja, und wir halten gleichzeitig an der Vollzeitfiktion fest. Ja, also 40-Stunden-Fiktion. Das ist ja ein bisschen auch das, was du, glaube ich, mal in deinem Buch auch eine ganz wesentliche Rolle war. Ja, also, dass wir an sozusagen eine Fiktion festhalten, die sozusagen die in mehrfacher Hinsicht gar nicht lebbar ist. Ja? Weiß nicht, magst du noch mal ein bisschen einsteigen, bevor ich dann dich mit reinnehme? Ja, also weil ich glaube, dass diese kulturelle Norm natürlich absolut verheerende Folgen, also die ökologischen sind sowieso klar, aber ich glaube, wenn man es jetzt nur, und zwar auch die Arbeitsgesundheit ist das eine, aber ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, ist auch dieser Aspekt, in dem Feminismus nennt sich das die Gewalt unerfüllbarer Normen, ja? Also dass ich sozusagen an einer Norm gemessen werde als Mensch, meistens Frauen, die sozusagen Doppelbelastungen haben, die sowieso vollkommen unmöglich zu realisieren ist. Also ich bin sozusagen ein Leben lang oder eine
große Teile meiner Erwerbsbiografie dazu verurteilt, im Schatten einer unerfüllbaren Norm zu existieren. Das heißt, ich kriege nicht alles unter einen Hut. Ich bin ich habe eine defekte Biografie und ich bin sozusagen, ich kann eigentlich nichts richtig machen. Ich kann es gerade irgendwie so schaffen. Ja? Also das muss man, glaube ich, auch viel ernster nehmen, dieser Punkt, dass es da eine symbolische Gewalt gibt. Und dass wir diese symbolische Gewalt, das ist nochmal ein anderes Thema als Lebensqualität, glaube ich. Also es ist sozusagen, berührt sich sehr stark, aber es hat damit, glaube ich, unglaublich viel zu tun. Deswegen ist die Frage mit dem Arbeitsvolumen natürlich so wichtig, dass wir sagen, wir haben sowieso viel zu hohe, also das Gesamtarbeitsvolumen ist viel zu hoch und war schon immer viel zu hoch. Und insofern von das Pferd. Warum? Ja gut, Sie haben ja. Genau, also. Diese These ist ja, glaube ich, wahrscheinlich hier im Raum unkontrovers, dass das was mit dem Kapitalismus zu tun hat. Aber genau, ich gehe mal weiter, vielleicht Fritz oder. Ich glaube jetzt zumindest die hier oben sitzen, sind wir Konsens. Natürlich hat es mit Profit was zu tun. Das ist der ewige Kampf gegen den Profit des Kapitalismus. Ich meine. Ja, natürlich ist da der Antrieb. Und wir haben aber das Problem, entweder wir debattieren hier, wie wir im Rahmen des Kapitalismus was ändern können. Ich kann mich natürlich jetzt hier hinstellen und sagen, okay, ich will alles ganz anders haben, aber ich lebe leider mal im Kapitalismus und ich muss mir Gedanken darüber zu machen, wie ich innerhalb dieser gesellschaftlichen Verhältnisse weiterkomme. Weil ich im Moment nicht die Situation der Revolution oder irgendwas sehe, da haben wir mal irgendwann dran geglaubt. So, also und das, was hier rede, ist natürlich, wie man früher sagte, systemimmanent. Zu schauen, wie ich im Rahmen dieses Systems, angetrieben wird durch Profitstreben, trotzdem weiterkomme. Und dafür vielleicht eine ganz kleine Anmerkung machen, weil da fand ich den Hinweis jetzt schon wichtig. Es ist schon irgendwas Komisches passiert. Nicht? Die Gewerkschaften, die darf man jetzt ja nicht ganz nur prügeln. Und es gibt ja schon immer wieder Versuche, sowas wie sozialen Fortschritt im Rahmen des Kapitalismus zu definieren. Und wenn man da genau hinschaut, dann stellt man fest, dass allerdings dabei die Arbeitszeit unter den Tisch gefallen ist. Und das ist erklärungsbedürftig. Nicht? Man hat Löhne, steigernde Löhne und auch, deswegen habe ich das betont mit der Humanisierung der Arbeit, die Qualität der Arbeit ist seit den 70er Jahren eine prominente gewerkschaftliche Forderung. Und deswegen sagen die Gewerkschaften, okay, wenn die Digitalisierung kommt und die gering qualifizierten, standardisierten Tätigkeiten wegfallen, dann ist es eine gute Entwicklung. Und wenn die Arbeit anspruchsvoller wird, wenn wir immer mehr Leute brauchen, die akademisch qualifiziert werden oder zumindest Berufsbildung, dann ist es eine positive Entwicklung. Also man hat schon Ansprüche an den Kapitalismus formuliert, interessanterweise aber die Arbeitszeit nicht. Und das hängt ein bisschen, deswegen habe ich damit begonnen. Na gut, Lohn ist zumindest. Gut, da will ich jetzt nicht streiten. Deswegen habe ich damit angefangen nicht, und gesagt, es ist schon auch ein Problem, gerade wenn man sich auf Marx bezieht, und das hat sich oft mal durchgesetzt, nämlich irgendwie zu sagen, Arbeit ist auch wichtig für Menschen und so weiter. Und das ist für mich auch ein bisschen eine Erklärung, dass man an die Qualität der Arbeit geschaut hat, Gesundheitsschutz, Gesundheitsbildung, und das waren schon Ansprüche, die heute in jedem Gewerkschaftsprogramm auftauchen, aber weniger arbeiten. Ja gut, jetzt lass halt einmal, das ist doch was, ich meine doch jetzt nicht, ob es, so ich sage, das ist da, aber ich will ja da auch selbstkritisch sagen und sagen, dass der Fortschritt oder das, was man vom Kapitalismus auch immer wieder fordern muss, auch ein weniger arbeiten ist, das ist tatsächlich unter den Tisch gefallen. Und das hängt irgendwie mit der Schwierigkeit zusammen, da mit dem, so lassen wir es jetzt. Ja. Das muss man nur klar sehen, dass da irgendwie. Darf ich? Genau. Was sagt der Regisseur? Weitergeben, Demokratie sagt weiter. Ja, also mein Name ist Helene Füllgraf und ich kann vieles, was über die IG Metall gesagt wurde, bestätigen. Ich bin selber IG Metallerin, war Betriebsrätin und weiß auch von der Hemmung der Betriebsräte, das Thema Arbeitszeit mit der Belegschaft zu diskutieren, weil sie sich dadurch unbeliebt machen und fürchten, nicht mehr gewählt zu werden. Vor allem bei den IT-Lern und im Angestelltenbereich, weil die Entgrenzung der Arbeitszeit dort schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Es gibt massiv in Großkonzernen nicht
sichtbare Mehrarbeit in Form von Gleitzeitkonten. Das höchste Gleitzeitkonto, das mir persönlich bekannt ist, waren 4.400 Stunden. Und diese bei einer Person, und die wurde von der Personalabteilung mit 3 Monatsgehältern weggekauft. 3 Monatsgehälter für 4.400 Stunden. Leider habe ich zu spät eingreifen können. Und das andere, was ich auch mitbekommen habe, ist, deswegen finde ich den neuen Abschluss ein Schlag ins Gesicht zum einen, alle Frauen, die in gekürzter Arbeitszeit, in Teilzeit arbeiten, sind davon nicht betroffen. Es gibt seit dem Pforzheimer Abkommen Ergänzungstarifverträge. Ich selbst war in einem Bereich, dem die Arbeitszeit verlängert wurde, und diese Bereiche häufen sich. Ich glaube, die haben so 1.800 oder 1.900 Ergänzungstarifverträge mit unterschiedlichen Arbeitszeiten. So viel zur IG Metall, aber es gibt auch noch einen anderen Bereich. Wie will man, oder es gibt für mich eine andere Frage, die heißt, wie will man denen, die jetzt dieses Modell, diese Entgrenzung der Arbeitszeit selber mitbetreiben und selber befürworten, weil sie die Illusion haben, dadurch mehr Freiheiten leben zu können und mehr Vereinbarkeit leben zu können und nicht merken, wie sie sich selbst ausbeuten. Wie kann man denen die Arbeitszeitverkürzung schmackhaft machen? Danke. Das ist die eine Frage, und die andere Frage ist, gerade für Frauen ist es ja so, die sind in ganz anderen Verhältnissen unterwegs, die sind im Handel zum Beispiel damit konfrontiert, dass sie überhaupt keine Chancen mehr auf eine Vollzeitstelle haben, auf eine derzeitige, weil die Arbeitgeber das ganz praktisch finden, kurze Arbeitszeit, also Teilzeitverträge auszugeben, weil sie dadurch ihre Öffnungszeiten besser bedienen können. Und für die wäre natürlich eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung oder eine für alle geltende ganz gut, aber die haben derzeit einfach ein ganz anderes Problem. Die haben, wie komme ich auf 20 Stunden oder wie komme ich auf 30 Stunden? Und das wird in der Diskussion meines Erachtens viel zu wenig berücksichtigt, und da hätte ich auch gerne Antworten drauf. Ich hätte jetzt, Martina, dich. Direkt darauf, Minijobs sollte man einfach mal abschaffen. Also ich meine, das ist eine Forderung der Gewerkschaften und ich denke von euch auch. Und somit hättest du nur einen Großteil im Handel mit den Teilzeitbeschäftigten schon weg. Allerdings gebe ich dir recht, 22% der Teilzeitbeschäftigten arbeiten, Frauen, ne, von den Frauen, arbeiten in Teilzeit, weil sie keinen Vollzeitvertrag angeboten bekommen haben. Ne? So, also das ist klar. Aber mit dem IG Metall-Tarif, das wird jetzt echt speziell, weil die Teilzeitbeschäftigten haben nur diese 2 Tage Zusatzding nicht. Ansonsten, das muss man sagen, hat die IG Metall einen sauberen Lohnabschluss gemacht. Also den hat sie gemacht, das muss man schon sagen. Ne? Also das ist schon ganz schön viel bei rausgekommen. Was war noch an Frage? Ja, klar. Ja, vermutlich erst durch ihr Burnout, außer die Gesellschaft macht Schutzgesetze. Anders wird es nicht gehen. Also bin ich mir ziemlich sicher. Die Spanne ist ziemlich groß. Es gibt eine Masse junge Leute, die wollen ganz viel arbeiten, und es gibt eine ganz große andere Masse junge Leute, die wollen das nicht. Ne? So, also das ist da. Und es gibt welche, die müssen vielleicht viel arbeiten, weil sie ihr Haus abbezahlen wollen. Und so brauchen wir jetzt nicht drüber jammern. Das ist eine fehlgesteuerte Richtung, ja, aber du kannst ihn auch eigentlich nur vorleben, dass Arbeit und viel Geld nicht alles ist. So würde ich sagen, ja, weil ich die Diskussion gewinnen wir sonst nicht, ne? Ich meine, das, was bevor ich dann gleich weitergebe,
Also ich meine, das, was, glaube hier unter uns auch unstrittig ist, also ohne gesetzliche Regelung wird es nicht gehen. Ne? Also die 48, also die jetzige, das jetzige Arbeitszeitgesetz, wie gesagt, was man ja quasi momentan schon fast verteidigen muss gegen das, was die Arbeitgeber machen, sozusagen, das reicht ja eigentlich gar nicht aus. Ja, aber die wollen es ja alles ändern. Ja, ja, eigentlich, aber eigentlich müsste man ja runter. Also 40 Stunden Höchstgrenze, wie wäre das, unter anderem, wer das beschlossen hat, wie es auch, also ich glaube, da sehe ich zwar nur den Kopf schütteln, aber ich glaube, auch da muss man Sachen einfach auch einfach schlichtweg begrenzen. Das ist sicher nicht das Einzige. Ich gebe das nochmal an dich, Fritz. Und dann ganz kleine, weil wir müssen schon aufpassen, dass vorher war so, naja, die Leute, Kapitalismus entfremdet der Arbeit und so. Das Problem ist, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, es ist auch nicht nur theoretisch, sondern auch in der Realität so. Es gibt auch eine große Gruppe von Leuten, und ich wundere mich, dass hier keiner sitzt und sich zu Wort meldet, weil es immer bei den Diskussionen aufkommt, die kommen und sagen, wieso, mir macht die Arbeit Spaß und so, ich möchte lieber da mehr Freiheit haben und so und so, und lass mich doch mit dieser Verkürzung der Arbeitszeit in Ruhe. Und deswegen sagen wir, nein, ich muss auch die Leute ansprechen, und da ist wieder diese strategisch, und das stimmt auch nicht, dass ich den Leuten sage, pass auf, du hast recht, dir macht oder ihnen macht die Arbeit Spaß, aber gerade damit sie Spaß macht und damit du das ein Leben lang durchhalten kannst, ist auch leider Gottes Arbeitszeitverkürzung notwendig. Wir müssen aber diese Gruppe ernst nehmen, weil auch die Unternehmen genau auf diese Gruppe abzielen, und heute ist es eine neue Unternehmenspolitik, auch den sogenannten Wissensarbeitern Freiräume einzuräumen und Mitsprache zu geben, weil man genau, deswegen sage ich, die Qualität der Arbeit verbessert. Ob das wirklich eine Verbesserung ist, ist auf einem ganz anderen Punkt. Aber man tut zumindest so, und die Leute sagen dann auch, mir macht die Arbeit Spaß oder ich möchte das tun, und die muss ich auch mit ins Boot holen. Und da kann ich nicht ganz mich darauf verlassen, dass immer mit der entfremdeten Arbeit. Nicht, die mag entfremdet sein, das ist eine andere Diskussion, aber die Leute empfinden sie nicht so. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Also das halte ich für, ich glaube, dass es generell ein Problem ist, dass wir uns daran gewöhnen, dass Leute sowas immer als totalitär oder als illegitimen Eingriff empfinden, wenn man allgemeine gesetzliche Regelungen einführt. Also da finde ich, also in deinem Wortbeitrag sehe ich dann schon eine zu defensive Position, man muss das respektieren. Jetzt müssen die anderen die Folgen erdulden, und ich glaube, man sollte sich dazu bekennen. Ja, man muss das natürlich respektieren und verstehen, diese positive Besetzung von Arbeit. Aber ich finde, man darf nicht so viel Angst davor zu haben, sich klar dazu bekennen, dass es falsch ist. Ja? Und dass das sozusagen anders geregelt werden muss und dass sowas nicht passieren darf. Ja? Und dass man dieses Bedürfnis anders dann halt befriedigen muss. Hallo, ich bin der Fernando von ATAG München. Ich habe eine Frage. Ich habe vorhin das Stichwort revolutionär gehört, oder es ging auch darum, was kann man eigentlich konkret machen. Mir stellt sich die Frage, wie revolutionär oder wie radikal man eigentlich das vielleicht doch denken muss, wenn von rechts die AfD die Revolution anfängt, wenn Söders CSU von der bürgerlichen Revolution träumt. Ob man dann nicht vielleicht doch ganz neue Denkansätze anbringen muss, wo ich jetzt persönlich keinen Vorschlag habe, aber wo die Frage wäre, was für radikalere oder revolutionäre Ansätze es denn gibt in der Diskussion in Deutschland, und ob sich nicht auch jeder einmal fragen sollte in der Diskussion, die ja doch immer von Bessergestellten geführt wird, wie viel von ihm eigentlich, beziehungsweise was er eigentlich ohne Arbeit wäre, beziehungsweise was würde passieren, wenn er eigentlich mal Stopp sagen würde, einmal rausgeht und sich das Ganze von außen anschaut und wie sich seine Vorstellung oder sein Weltbild dann doch vielleicht nochmal verändern würde. Das wäre das eine, und das andere wäre, wie global diese Forderungen immer sind. Also die Diskussion wird ja rein
deutschlandweit geführt, aber in Zeiten der Globalisierung, wo auch Amazon, Facebook von der Revolution träumen, von der digitalen Revolution, wie man es schafft, als Gewerkschaft vielleicht, sich gegen solche Unternehmen zu organisieren und nicht nur deutschlandweit zu denken, sondern tatsächlich irgendwie den Gedanken einer globalen Gewerkschaft weiterführt, wo es dann nicht nur darum geht, sich für deutsche Arbeitnehmer einzusetzen, sondern vielleicht für Arbeitnehmer von deutschen Unternehmen, aber global. Also eine Antwort kann ich jetzt so pauschal auch nicht geben. Ich denke, wenn ich jetzt an Attac denke, ne? Wir sind ja europaweit auch sozusagen bei der Frage der Arbeitszeit dran. Ja? Also die Forderung 30 Stunden ist ja keine rein, jetzt bei Attac, keine rein deutsche, sondern ist eine europäische Forderung. Ja? Und da gibt es auch entsprechende Bündnisse, also sowohl sozusagen zu anderen Attac-Organisationen in anderen EU-Staaten als auch zu anderen Organisationen, Kollektiv Roosevelt, fällt mir zum Beispiel in Frankreich an, und wo wir diese Frage sozusagen, da ein europäisches Bündnis zu schmieden bei der Frage der Arbeitszeitgestaltung. Und das war ja, ich erinnere mich an die Winterschule vor, wann war die, 2016, glaube ich, da hast du das ja auch gesagt, dass sozusagen also die 30-Stunden-Woche für Europa wäre eine attraktive Forderung, mit der man sozusagen europaweit auch in die Offensive kommen könnte, ne? Das vielleicht an dieser Stelle im Moment dazu. Mehr kann ich jetzt gerade da nicht sagen. Ich weiß nicht, ob euch noch was. Martina? Der Traum, der Wunsch von einer globalen Gewerkschaft ist sicherlich riesig, ne? Muss ich sagen. Aber schwierig. Ich glaube, was die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die Menschen in der Welt von uns verlangen könnten hier in Deutschland, ist, dass wir mal Schluss machen mit unserem Niedriglohnsektor, dass wir Arbeitszeitverkürzung bei uns durchsetzen, weil wir mit unserem riesigen Export, den wir haben, wir machen doch die ganzen anderen Länder kaputt. Also ich meine, in Europa gibt es ja die Diskussion, dass hier Deutschland endlich höhere Löhne zahlt, dass wir weniger arbeiten. Wir sind in Europa das 12. Land an Arbeitszeiten, was wir haben. Also alle liegen besser. Ja, also ich meine, das ist, glaube ich, wenn wir was Gutes für die Welt tun wollen, dann ist es das, dass wir hier unsere Arbeitsbedingungen verbessern, dass wir dafür sorgen, dass die Kapitalisten nicht so viel Profite machen. Also das würde ich mal so empfehlen. Ja, ich denke auch, dass das ziemlich eine interessante Perspektive ist. Genauso wie natürlich die, wir schweigen jetzt mal von der EU-Agrarpolitik zusätzlich noch zu den sozusagen Exportdrosselungsmotoren. Zur ersten Frage vielleicht nur ganz kurz mit den Utopien. Das glaube ich eben, ich habe das aber ganz am Anfang schon angedeutet, ich glaube, dass die Schwierigkeit heute darin besteht, dass sich viele Menschen und gerade sozusagen auch Spezialisten oder Funktionäre da nicht angesprochen fühlen, sondern das dann wieder delegieren an Philosophen oder irgendwelche Lebenskünstler oder so, die ihnen erklären sollen, was das wahre Leben ist. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Plädoyer wäre, man muss das Leben als Ganzes politisieren, um überhaupt, damit es auf den Teller kommt, was alles, dass es eben das falsche Leben gibt und dass wir mittendrin stecken. Ja? Und ich glaube, dass dieser Glaube an Vollzeitarbeit, der kulturell immer noch herrscht bei uns, ist eben die Illusion, dass alles tipptopp ist. Ja? Und genauso sind ja die letzten Wahlen zum Beispiel auch entschieden worden, genau mit dieser genialen, hegemonialen Deutung der Lage, eigentlich ist alles spitze hier in Deutschland. Ja? Also das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man dazu kommt, das nicht zu delegieren, diese Frage, was eigentlich das gute Leben ist, an sozusagen alle möglichen Experten oder Eliten, sondern dass das sozusagen im Alltag über diese Schrumpfstufe, mir geht's so schlecht, ich bin so überarbeitet, das ist alles so furchtbar, schrecklich und so, über dieses Niveau hinaus eine Klarheit über die eigenen Forderungen, über die eigenen Wünsche zu erreichen. Ja, ich glaube, dass man sozusagen die ganzen Gespräche, die im Alltag auch stattfinden, dass wir die ungleich besser kultivieren könnten, dass sie sozusagen aus dieser reaktiven
Schwäche eigentlich rauskommen. Das halte ich für, glaube ich, für alle weitergehenden utopischen Forderungen für sehr wichtig. Das ist eine Arbeit, die einfach in den letzten Jahrzehnten nicht gemacht wurde. Also die sozusagen komplett im Grunde genommen 30 Jahre lang nicht betrieben wurde. Ich würde sagen, die wurde zuletzt in den 70er Jahren betrieben. Und jetzt müsste man es einfach wieder aufnehmen, die Arbeit. Ja, ich möchte mich an dich anschließen. Aber erstens vorausgestellt, die Arbeitszeitverkürzungsforderung ist eine Forderung nach, und die radikale Arbeitszeitverkürzung ist eine Forderung, die ursprünglich hieß Verteilung der vorhandenen Arbeit auf alle Hände. Und das als Antwort auf die Massenarbeitslosigkeit, die immer wieder im Kapitalismus vorkommt. Und da bin ich auch voll mit dir einig, dass es nicht darum gehen kann, die Kolleginnen und Kollegen, die 10 oder 20 Stunden pro Tag oder pro Monat mehr arbeiten, ja, die müssen mal überlegen, was das heißt, wenn sie 10 bis 20 Stunden mehr arbeiten pro Monat. Das heißt, dass ein anderer Teil der Kolleginnen und Kollegen arbeitslos sind, die null Stunden arbeiten und dann nur abhängig sind von Hartz IV und so weiter und so fort. Das heißt, es ist sozial erstmal nicht besonders solidarisch. So, und darum ist kollektive Abschlüsse zu machen, ist ein solidarischer Ansatz, als auf zu meinen, man kann auf alle individuellen Ansprüche der verschiedenen Kolleginnen und Kollegen eine richtige Antwort geben. Das ist nicht möglich im Kapitalismus und das kann auch nicht unser Ziel sein als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Zweitens, der Kampf um die 35-Stunden-Woche damals ist mit 11 Jahren lang ist die Umsetzung, hat die Umsetzung gedauert, 11 bis 94, glaube ich, oder 95 war das. 3 Jahre später, ja, aber insgesamt, bis die 35-Stunden-Woche durch war, war es 11 Jahre. Ja, ja, gut, das heißt, diese 11 Jahre haben die Unternehmer Zeit gehabt, die Produktivität zu steigern und zu rationalisieren und diese Arbeitszeitverkürzung aufzufangen und die Verluste, die sie da gehabt hätten, aufzufangen. Das heißt, das, was wir uns davon versprochen haben damals, was auch von IG Metall befürwortet hat, nämlich, dass man die Arbeitslosigkeit lindern kann, nicht aufheben, aber lindern kann und mehr Leute in Arbeit bringen kann, das wurde zum Teil aufgehoben. Das heißt, es sind nur 1,2 oder bis zu 2 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden und der Rest ist verpufft. So, das heißt, eine Lehre, und darum war das auch nachträglich bei den vielen Kolleginnen und Kollegen in Betrieben, unbeliebt die Arbeitszeitverkürzung, weil sie gemerkt haben, es wird rationalisiert auf unsere Kosten während dieser Zeit, diese 11 Jahren. Eine Lehre aus dieser Arbeitszeitverkürzung heißt, Umsetzung. Radikale Arbeitszeitverkürzung, 20, 25 Stunden oder 3 Stunden Woche sofort, das muss man genau diskutieren, sofort, bei vollem Lohn- und Personalausgleich und auf einen Schlag. Nicht irgendwie explizit. Dann hat es eine Auswirkung auf die Massenarbeitslosigkeit. Und Massenarbeitslosigkeit ist in Sicht, es wird wieder kommen. Wir haben jetzt scheinbar Arbeitslosigkeit abgebaut, aber mit vielen eben prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Das heißt, die Massenarbeitslosigkeit ist nach wie vor da, weil viele Kolleginnen und Kollegen zu scheiß Löhne arbeiten müssen und auch in ihrer Rente sehr schlecht sein werden. Das heißt, auf einen Schlag, für alle gleichzeitig und nicht irgendwie auf x Jahren. Und auf einen Schlag heißt dann tatsächlich, das will das Kapital nicht. Das wäre eine riesige gesellschaftliche Auseinandersetzung, die notwendig ist. Und diese gesellschaftliche Auseinandersetzung führt auch dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen kämpfen wollen und kämpfen, plötzlich ein Ziel haben, auch wofür sie kämpfen könnten, und ihr Selbstbewusstsein steigert und dann, dass dieses Selbstbewusstsein auch Auswirkungen auf andere Ebenen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung hat. Von daher auf einen Schlag. Und es kann nicht, ja gut, letzter Punkt ist, wir haben gesehen bei der Umsetzung der 35-Stunden-Woche, dass da von der IG Metall die ersten Schritte der Flexibilisierung stattgefunden haben. Warum? Die Umsetzung der 35-Stunden-Woche ging in Schritte. Und alle Schritte sind auf mehr oder weniger auf betriebliche Ebene verlagert worden. Und die Betriebsräte waren dann plötzlich das konkrete Verhältnis, Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit auf betriebliche Ebene ausgesetzt und nicht das Verhältnis zwischen gewerkschaftlicher Organisation und das Kapital. Das heißt, die Gewerkschaft hat, IG Metall hat sich selber geschwächt bei der Umsetzung der 35-Stunden-Woche, weil viele Leute dann plötzlich das betriebliche Kräfteverhältnis da unterliegen sind. Und es gab schon Differenzierungen. Weitere Differenzierung war das Pforzheimer Abkommen.
Du hast es ganz richtig gesagt. Das sind x verschiedene Arbeitszeiten heutzutage in den Betrieben. Die ganz kann ich mal aufzählen, wie viele das sind. Unterschiedlich. Wir haben auch 38,5 Stunden gearbeitet, um den armen Betrieb, der keine so wenig Gewinne hat, Gewinne zu bringen und so weiter. Ja? So. Das heißt, es kann nicht so sein, dass wir in Zukunft Arbeitszeitverkürzung wieder in kleinen Schritten oder individuell denken, sondern wenn auf einen Schlag radikal eine große Auseinandersetzung, das bietet Perspektive für alle und zieht auch alle, die jetzt irgendwie länger arbeiten wollen, mit ein, weil wenn sie viel sie arbeiten länger, um viel Geld zu verdienen, um was Ausgaben haben, wenn es vollen Lohn und Personalausgleich gibt für alle, dann ist das nicht nötig. So, das ist die Perspektive, radikal. Das ist auch eine Perspektive, die hinausweist über diese Gesellschaft, weil letztendlich die Verteilung der vorhandenen Arbeit auf alle Hände, was möglich wäre eigentlich und nötig wäre, das geht in dieser Gesellschaft nicht. Aber durch den Kampf um die radikale Arbeitszeitverkürzung kann man das Bewusstsein klar machen, dass überhaupt gekämpft werden muss, wenn wir was durchsetzen wollen. Klar, wenn Arbeitszeitverkürzung was bringen soll, muss es in großen Schritten sein. Jetzt gibt es Beschlusslage, aber bei der IG Metall und Sie haben ganz was anderes gemacht, ja, obwohl es eine Beschlusslage gab. Und ich bezweifle auch wenn ich es gerne hätte, dass jetzt bei Verdi im nächsten Jahr im öffentlichen Dienst die 30-Stunden-Woche gefordert wird. Also, mei, schön wäre es ja. Vermutlich nicht. Da können wir uns erstmal einig sein, große Schritte müssen es sein, damit es wirkt so. Aber trotzdem finde ich, ist eine gesellschaftliche Debatte über weniger Arbeiten ganz wichtig. Ja. Ja. Genau, weil ich meine, du im Osten, du hast nicht die Kampfkraft gerade für diese 35-Stunden-Woche. Das ist das Problem. Ja, du brauchst auch Kampfkraft, wenn eine Gewerkschaft was durchsetzen soll. Ja, du kannst dich einfach fordern und verlieren. Jetzt kannst du natürlich sagen, vielleicht gewinne ich ganz viele Mitglieder, wenn ich die richtige Forderung stelle. Aber du vertrittst ja jetzt erstmal deine Mitglieder, die da sind. Und da sehe ich jetzt, IG Metall, wie viele wollen länger arbeiten als 35-Stunden-Woche? Wir müssen auch mal ein bisschen kritisch mit uns umgehen. Also heißt es, du musst eine gesellschaftlich-politische Debatte führen, auch aufzeigen, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, bis zum Anschlag zu arbeiten. Es gibt ganz tolle Untersuchungen, zum Beispiel, die benutze ich bei meinen Wiedereinsteigerinnen immer gerne, vom Professor Dr. Wippermann, eine Untersuchung, dass Frauen, die nach einer Familienphase in, wie heißt das, vollzeitnah wieder einsteigen, aber in Teilzeit wesentlich effektiver sind, als die 40 Stunden plus arbeiten. Das müssen wir doch auch mal einfach nutzen, um eine Diskussion darüber zu führen. Oder Fritz, das ist doch eure Studie, nicht? Ja, ja, ganz kurz, da fällt mir, du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt, es gibt ja Einzelunternehmen, also es gibt so ein, selbst also in Schweden, Pflege ist bekannt, aber das war ja auch, ja, aber da gibt es auch eine Autowerkstatt, Toyota, 6 Stunden. In Bielefeld gibt es ein Unternehmen, die haben jetzt die 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich eingeführt. Also dafür wird natürlich auch erwartet, dass die 5 Stunden gearbeitet wird, ja, und dann nicht Kaffeekränzchen, ja, und längere Pausen, ja. Aber das sind ja alles Sachen, die sozusagen, finde ich spannend, wenn es solche, ja, dass sozusagen und auch unter den herrschenden Bedingungen tatsächlich einzelne Unternehmen immer wieder was ausprobieren, weil auch, das ist der eine Punkt, den ich spannend finde, und der andere Punkt, bei diesem, ist ja zwischendurch auch dieser Gegensatz aufgemacht worden, ne? Zwischen kleinen Schritten, wo einzelne Menschen, sozusagen einzelne Kollegen, einzelne profitieren, versus der großen Frage, ja, also sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse sozusagen grundsätzlich zu verändern. Jeder einzelne kleine Schritt, der uns doch mehr Spielräume gibt, ja, mehr gestalten zu können, ja, sozusagen bietet gleichzeitig, wenn man es geschickt natürlich auch anfängt, und dafür braucht man natürlich eine gute politische, gesellschaftliche Debatte, der bietet ja auch Chancen, dass die Handlungsspielräume größer werden, damit man vielleicht irgendwann tatsächlich auch mal mehr erreichen kann, ja, als nur Verbesserung für Einzelne. Jetzt gebe ich es an dich nochmal, du bist nochmal hochgekommen.
Also mir ist es gerade im Moment ein bisschen zu erwerbsarbeitslastig. Weniger Arbeit heißt ja auch, weniger Erwerbsarbeit heißt ja auch, dass sehr viel gesellschaftlich notwendige Arbeit erledigt werden kann. Du hast vorhin so einen Begriff aus dem Feminismus gebracht, dass eben von den Frauen auch die Forderung sehr stark kommt. Es ist ja Arbeit da, die zu erledigen wäre und die zu Lasten der Frauen geleistet wird, ohne die Gesellschaft im Grunde zusammenbricht. Diese Dimension ist viel zu wenig präsent. Und ich denke, auch diese Argumentation muss sehr stark bei der Forderung betont werden. Da gibt es Frigga Haug, die hat eine 4-in-1-Perspektive ausgearbeitet, wo eben die Erwerbsarbeit ein Viertel der Zeit bedient, die Sorgearbeit und haushaltsnahe Tätigkeiten, die Arbeit fürs Gemeinwohl, für die Gemeinschaft und ein Teil für sich selbst, für die persönliche Regeneration und Weiterentwicklung, die übrigens auf einer Theorie von Bebel basiert. Die hat es dann nochmal ausgearbeitet. Und das ist etwas, denke ich, was man auch jungen Leuten mitgeben sollte und auch gerade denen, die sagen, mit der Selbstverwirklichung, sich nur in der Erwerbsarbeit selbst zu verwirklichen, ist eigentlich ein Armutszeugnis, weil das auf jeden Fall Arbeit und Entwicklung bedient für das Kapital und für den Profit und die eigene Entwicklung dabei vernachlässigt wird, die ja weit über das Spektrum der Tätigkeit hinausgehen kann. Man wird da einfach dann zu einem so, was weiß ich, mit Scheuklappen dahintrabenden Pferd und nicht unbedingt so einem Menschen, der sich breit entfalten kann. Und die Betonung, die fehlt mir gerade ein bisschen. Ja, ich bin sehr dankbar. Ich würde gerne in das gleiche Horn blasen. Ich muss es jetzt aber nicht mehr wiederholen, dankenswerterweise. Dass das natürlich eine ganz elementar wichtige Dimension ist. Und jetzt, um an dem feministischen Aspekt von Haug anzuknüpfen. Das ist auch das, was Andreas vorhin gesagt hat. Ich glaube, das ist die Rolle des Staates. Ja? Also wenn wir überlegen, wie wir Emanzipation heute aufziehen, es gibt ja das lustige Buch Kritik des Staatsfeminismus, vor 2 Jahren erschienen, da schreiben die Autorinnen, dass das Versprechen der Emanzipation durch Steigerung der Erwerbstätigkeit ist sozusagen wie das berühmte Märchen vom Hasen und vom Igel. Ja? Und ich glaube, nichts beschreibt die gegenwärtige Situation so gut wie dieses Bonmot der Autoren, weil darin verbirgt sich ja die strategische gesellschaftspolitische Frage, wie soll die Sorgearbeit gesamtgesellschaftlich bewertet und organisiert werden, die bisher hauptsächlich in privater weiblicher Regie, sozusagen in bürgerlichen Kleinfamilien und so weiter geleistet wurde. Und wir müssen uns klar machen, dass wir eine ganz klare gesellschaftspolitische Doktrin haben, die im Augenblick gilt, bis hinein in die CSU. Ja? Das ist die Doktrin der Steigerung der Beschäftigung, insbesondere auch im Bereich der sozusagen Dienstleistung, der sozialen Dienstleistung. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftspolitische Debatte, die in dem Zusammenhang geführt werden muss. Ist das eine wirklich gute fortschrittliche Option? Wir wandeln alles, was bisher privat gemacht wurde, sozusagen in Stellen, in sozusagen Lohnarbeit um und schmuggeln dann dieses Versprechen mit dem sozusagen Hase und Igel ein? Oder ziehen wir die Sache vollkommen andersrum auf und sagen, gerade in dem Bereich der sozusagen des ganzen Cares, der ganzen Care-Arbeit finden sich sozusagen Potenziale für selbstbestimmte Arbeit wieder. Es ist keine gute Idee zu glauben, wir würden freier dadurch, dass wir das als Lohnarbeit machen. Zumal wir ja auch sehen, dass das nicht so toll bezahlt ist meistens. Also ich glaube, da ist eine sehr interessante Dimension dessen, was Sie gerade gesagt haben. Also zu überlegen, was sind wünschbare Fortschritte in diesem Kontext eigentlich? Ja? Und die Tätigkeiten, wollen wir die als Lohnarbeit veranstalten oder gibt es auch andere Modalitäten? Ja, dich hätte ich gleich auch nochmal gerne dazu gehört. Also ich habe ja bei uns oder bei unserem Unternehmen, wir bieten ja unter anderem Kindertagesbetreuung an. Und wenn
wenn wir sozusagen an diesem, ja, sozusagen, was du gerade sagst, wenn wir daran festhalten, ja, dann brauchen wir natürlich, damit die Frauen sozusagen arbeiten können, die jetzt nicht im sozialen Bereich arbeiten, damit die dann sozusagen in der Vollzeitarbeit sein können und das mit Kindern sozusagen auch staatlich organisiert, gesellschaftlich organisiert realisieren können, brauchen wir dann irgendwann Kindertagesstätten, die von 6 bis 22 Uhr an 7 Tagen geöffnet haben. Das ist doch nicht das Modell, wie wir uns, also ich meine, einzelne private Anbieter machen sowas schon, ja, sogar mit Nachtöffnung. Aber das ist doch nicht die Vorstellung von einem guten Leben, oder? Also meine wäre es das nicht, ne? Also um nur noch mal auf das zu kommen, was zweimal gesagt wurde, das gesellschaftliche Gesamterwerbsarbeitsvolumen ist ja nur deswegen so hoch, weil alle diese Sachen jetzt seit neuestem reingerechnet werden. Das betrifft ja nicht die produktive Wirtschaft. Ja, das ist ja der springende Punkt. Nur deswegen steigen die Arbeitszeiten oder bleiben hoch, weil plötzlich alles, was vorher da nicht reingerechnet wurde, jetzt reingerechnet wird. Ja, das ist einfach wichtig, dass wir darüber uns Gedanken machen, in welcher Welt wir leben wollen und wie wir da drin arbeiten, gell? Total wichtig. Und da läuft einiges falsch. Also ich bringe noch mal ein kleines Beispiel, wie schizophren das gerade abläuft. In unserem Projekt sollen die Frauen, die gut qualifizierten, von denen ich ja gesprochen habe, möglichst vollzeitnah wieder einsteigen. Und die Bundesregierung hat sich auch auf Empfehlung von dem zweiten Gleichstellungsbericht überlegt, dass sie Gutscheine verteilt für haushaltsnahe Dienstleistungen. Und zwar, wenn die Frauen vollzeitnah wieder einsteigen, kriegen sie für ein halbes Jahr Putzhilfen bezuschusst mit 10 bis zu 10 Euro die Stunde. Ja, so, danach sollen sie es dann selber zahlen, weil es unentbehrlich wird, dass sie ja jemanden zum Putzen haben. Aber für uns Frauen, ich finde das einfach katastrophal, ja. Also Hausarbeit bleibt weiblich und wir machen eine Zweiklassengesellschaft, die gut arbeiten gehen, vollzeitnah oder kurze Teilzeit ist jetzt modern, und wir haben einen riesen Heer von Menschen, die vermutlich aus Osteuropa oder sonst wo kommen, die bei uns putzen, ne? Das ist das Perfide daran. Und deshalb finde ich es wirklich wahnsinnig wichtig, dass wir weniger arbeiten alle. So. Also Care-Arbeit muss in dem Sinne nicht mehr privat bleiben, weil die Unternehmer sollen einen Lohnausgleich zahlen, damit ich da Zeit für habe, das selbst zu machen, mich um meine Kinder zu kümmern, um meine alten Menschen zu kümmern. Das ist unheimlich wichtig. So, also sind wir uns d'accord, ne? Also mein Vorschlag wäre jetzt, Sie kommen noch zu Wort und dann kommen wir so langsam sozusagen auf die Zielgerade von dem heutigen Abend. Dankeschön. Mein Name ist Wolfgang Bartsch, ich bin Rentner und verfolge die ganze Politik schon ein ganzes Leben lang. Ich glaube, in Deutschland gibt es keine Elite, die sich noch für das Allgemeinwohl einsetzt. Es gibt viele einzelne Personen, die das befürworten, aber es gibt keine Organisation, die da schlagkräftig sein könnte. Die Parteien haben nur noch ein Ziel, möglichst Macht und Geld zu machen. Die Gewerkschaft ist ähnlich. Sie favorisiert einen Gruppenegoismus und denkt nicht an das Allgemeinwohl. Bei der Kirche kann man auch gewisse Abstriche machen. Bei den Parteien möchte ich die Parteien nennen, die regierungswürdig sind. Und die Masse hat zu wenig Bewusstsein, um diese Probleme auch tatkräftig durchzusetzen. Das ist meiner Meinung nach der zentrale Punkt, dass soziale Fortschritte nicht realisierbar sind. Und dass der sogenannte real existierende Sozialismus mit seinen sozialistischen Ideen
gnadenlos gescheitert ist und damit auch die Ideen für mindestens 50 Jahre, wenn nicht noch länger, in Verruf geraten sind. Und das wird natürlich von gewissen Leuten stark ausgenutzt. Also ich möchte sagen, die ganzen Diskussionen, das beweist auch hier in München, zum Beispiel bei Knorr-Bremse wurde die Arbeitszeit wieder erhöht. Und auch in den Firmen, wo eine 35-Stunden-Woche noch angesagt ist, wie hier schon gesagt wird, gibt es viele Überstunden. Aber dann gibt es auch sowas wie Hintergrunddienst und all solche Sachen, wo verkappte Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich stattfindet. Also das heißt, wir reden hier über Arbeitszeitverkürzung und in der realen Welt, die uns begegnet, wird eigentlich die Arbeitszeit immer mehr verlängert. Schritt für Schritt. Und da gibt es dann Konkurrenzkampfgründe und alle Medien sind natürlich gleichgeschaltet in dieser Punkt, zumindest die traditionellen Medien, die am meisten gelesen oder gehört oder gesehen werden. Und ich glaube, das Grundproblem ist, der Mensch ist Egoist und ist aber auch ein Gemeinschaftswesen. Also er hat beide Sachen. Der Mensch möchte möglichst gut leben und deswegen hat er eigentlich Probleme, gegen die, die viel verdienen, etwas zu machen. Er übersieht das Maß des Egoismus. Die haben alle Angst, viele Leute haben Angst, dass ihnen noch das Haus enteignet wird oder irgend sowas, deswegen sind sie gegen sozialistische Ideen. Und deswegen sind sie in dieser Teufelsmühle drin und arbeiten und arbeiten und arbeiten, konsumieren, konsumieren, konsumieren und denken nicht ans Leben. Das ist für mich das Grundproblem, das mangelnde Bewusstsein. Und nicht umsonst wird zum Beispiel in Bayern in den Gymnasien kein Politikunterricht geboten. Da wird gesagt, wir wollen sie nicht beeinflussen, aber es gibt ja an den Hochschulen Politik. Also es fängt von vorne an, dass der Mensch nicht erzogen wird, über den Tellerrand rauszugucken und hinter die Kulissen zu gucken. Und das ist meiner Meinung nach das größte Übel. Und da sehe ich auch nur eine Katastrophe, die das verändern könnte. Danke. Das ist jetzt aber hart. Das ist hart. Genau, danke schön. Vielleicht gehen wir jetzt direkt in die Schlussrunde über. Wir haben 20 vor 10 und weiß nicht, wer von euch drei mag anfangen. Vielleicht so mit dem Gedanken, den Boja sagt, also da lohnt es sich, oder da müssen wir dran weiterarbeiten, da müssen wir dran weiter diskutieren, oder das vielleicht ist auch irgendwas in der Diskussion gewesen, aber was euch besonders beschäftigt. Ich gebe da jetzt nichts vor, vielleicht jeder so ein kurzes Statement von euch dreien noch und wer mag anfangen? Ja, ich mache es nicht so utopisch. Weil ich wollte einfach noch ein paar Sachen sagen, die mir ganz wichtig sind in dieser Diskussion. Wenn es dahin geht, wie jetzt bei der IG Metall, wir müssen unheimlich darauf achten, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass es kein Luxus sein darf, weniger zu arbeiten. Und diejenigen, die sich das finanziell nicht leisten können, sich totarbeiten. Ja, also das finde ich ist auch wichtig, wie wir miteinander leben wollen. Ja, dass wir das nicht vergessen. Auch wenn es natürlich gut ist, wenn die Leute weniger arbeiten und weniger konsumieren und vielleicht sonst was. Aber es darf kein Luxus sein, weniger zu arbeiten. Denn finde ich, um da ein Stückchen hinzukommen, wir müssen unbedingt an den Mindestlohn ran. Der muss höher werden, damit wir uns weniger Arbeit leisten können vielleicht. Und Achtung, das ist mir ganz wichtig, noch ein Punkt bei den ganzen Arbeitszeitgesetzen. Wir haben heute ja nur gestreift, diese Digitalisierung und diesen riesen Hype, der da jetzt mit der neuen schönen digitalen Welt kommt, ja. Aber
Und alle, die sagen, wir wollen Ruhezeiten beachten von 11 Stunden, wir wollen, dass Arbeitszeiten gleich, also dass sich das nicht verschlechtert. Wir sind alle so als altbacken, ja, wir sind unmodern oder sonst was. Und ich finde das aber wahnsinnig wichtig, dass die Leute nicht nachts um 12 noch E-Mails beantworten oder sonstige Sachen, weil und wir als Gesellschaft, wir zahlen diese Wracks dann irgendwann im Chiemsee teuerst in irgendwelchen Kurkliniken für ihr Burnout, was sie wieder richten müssen. Und in dem Zusammenhang, also das sind so Punkte, die mir ganz wichtig sind im Miteinander leben und diskutieren um die Arbeitszeitverkürzung. Gut, vielleicht doch noch eine Vision der Utopie. Könnte ich an dich anknüpfen und sagen, wir haben ja unsere Expertise gesagt, Einstieg in ein neues Gesellschaftsmodell oder Produktionsmodell, was soll das heißen? Vereinfacht kann man sagen, das bisherige Produktionsmodell oder Gesellschaftsmodell ist, das weiß man ja, ist im Zentrum eben Erwerbsarbeit und im Grunde sind viele Institutionen entstanden, die Menschen dazu zu befähigen, dass sie in dieser Erwerbsarbeit tätig sind. Das zeigt sich am deutlichsten, wenn man dann Kinder kriegt, ist der erste Weg zu sagen, okay, Kindergärten ausbauen und so weiter, damit der Einzelne entlastet ist. Und das war ja auch gut und ist okay. Aber wir sagen, da muss genau jetzt ein Wandel eintreten in die Richtung, dass jetzt anerkannt wird oder gesehen wird, dass der Mensch zwar Erwerbsarbeit, und ich will das auch jetzt, das ist vielleicht ein Unterschied zu anderen, den auch nicht grundsätzlich ausreden. Es gibt viele Leute, die sagen, ich fühle mich in meinem Job auch wohl, also und sagen, Erwerbsarbeit ist auch wichtig weiterhin, okay, lassen wir das, aber der Stellenwert von Erwerbsarbeit muss radikal reduziert werden und muss gleichzeitig die Leute in Lage versetzen, auch noch für andere Sachen. Und andere Sachen ist nicht nur Freizeit, sondern auch gesellschaftlich nützliche Arbeit zu tun, individuell nützliche Arbeit und da ein völlig neues Arrangement zu bauen. Und dann sagen wir, das dient sowohl dem Einzelnen, wie auch ist eine Vision für eine neue Gesellschaft, wo vielleicht dann auch Alternativen sind in dieser anderen Zeit, reduzierten Zeit, auch anders produktiv tätig zu sein, also Erwerbsarbeit zu leisten und noch andere Formen von interessanten Tätigkeiten nachzugehen. Michael. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es darum geht, aber damit nehme ich nur auf, was vorhin gesagt wurde eigentlich, dass es tatsächlich um den Einsatz für eine vollständig neue Norm geht. Ja? Und dass wir in diese Norm unsere ganzen Vorstellungen von einem anderen Modell hineinkopieren müssen, anstatt sie separat in Feminismus, in Nachhaltigkeit und so weiter, da überall wieder künstlich einzuführen. Und das muss in der regulären Arbeitszeitnorm, auch in den ganzen Lebensarbeitszeitmodellen drin sein. Also das ist das eine. Und dann, ich glaube, das gabelt sich dann meine Idee in zwei Richtungen. Das eine ist die positive und das andere die negative. Ich fange mit der negativen an. Negativ unter Aufnahme eines kleinen Gesprächs- oder Diskussionspunkts, den wir hatten. Ich glaube, man muss die Angst davor ablegen, dass man bestimmte Sachen, die man nicht mehr haben will, eben ächten muss. Ja, das gilt genauso gut für ökologisch schädliches Verhalten wie für sozial schädliches Verhalten. Deswegen würde ich eher im Gegensatz zu dir dafür plädieren, natürlich muss man mit allen Leuten reden und man muss auch ihre Wünsche respektieren nach mehr Arbeit. Aber man muss sagen, wir setzen uns für ein anderes Gesellschaftsmodell ein und in diesem neuen Gesellschaftsmodell gibt es vielfältige Lebensentfaltungsmöglichkeiten, Erwerbsarbeit und, wir haben ja vorhin gehört, Frigga Haug, mindestens 3 andere Möglichkeiten, sinnvoll tätig zu werden. Und dann muss man sozusagen schonend diesen Menschen beibringen, dass sie sozusagen veralten werden in diesem Modell, also mit dieser einseitigen Spezialisierung auf eine Kompetenz, bist du ein Loser in dieser neuen Gesellschaft. Das muss man irgendwann mal ganz mit Vorlauf und so weiter, das muss man aber irgendwann sagen, weil heute sind ja auch schon andere Leute Verlierer unserer jetzigen Gesellschaftsordnung, die zu breit aufgestellt sind, zu unspezialisiert sind. Ja? Die haben Probleme am Arbeitsmarkt. Ja? Also jeder bezahlt in jeder Gesellschaftsordnung einen Preis und ich würde dazu ermuntern, zu sagen,
diese Ächtung von antisozialem Verhalten, im Übrigen auch im feministischen Kontext, es ist kein Privatproblem, wenn sich Männer eben um ihre Aufgaben sozusagen im Kontext von Familie, Pflege und Erziehung drücken. Das ist keine Privatangelegenheit. Und ich glaube, da muss man irgendwann in eine kulturell offensive Lage kommen. Und jetzt komme ich zum Positiven. Plausibel werden solche Ächtungen oder Negativvarianten natürlich nur dadurch, dass ich irgendwas versprechen kann. Also dass ich sage, wir stellen uns ein ganz anderes Leben, ein ganz anderes Zusammenleben vor. Das ist wesentlich schöner, wesentlich angenehmer und erfüllter. Und ich glaube, da auf dieser Ebene sind halt alle aufgerufen, sich wirklich mal den Kopf zu zerbrechen. Und ich glaube, das finden wir jetzt nicht unbedingt alles in den Büchern, die hier vorhin ja auch schon teilweise erwähnt wurden, sondern da muss man vielleicht auch mal selber am eigenen Leib gucken, was einem gut tut. Ja? Und ich glaube, da fehlt es, glaube ich, noch ein bisschen bei vielen. Danke. Ich muss aufs Klo. Was ihr jetzt alles geschildert habt, das ist genau das, was ich meine, dass diese Perspektive der Arbeitszeitverkürzung über diese Gesellschaft hinausschmeißt. Weil ihr sagt, das ist auch eine Gesellschaft. Das heißt, de facto ist es ein radikaler Vorwurf der Arbeitszeitverkürzung und das weist in der Richtung einer Gesellschaft, die anders ist. Zweitens, ganz praktisch, 2019 findet statt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Konferenz, die vierte Streikkonferenz, die sogenannte Streikkonferenz. Da gibt es jetzt die Vorbereitung dazu. Ich würde vorschlagen, dass die Attac-Gruppe, die sich in dieser Arbeitszeitverkürzung seit 15 Jahren versucht, da sich zu integrieren, weil wir von der Bundesverband Werkstätten wollen auch das Thema Arbeitszeitverkürzung dort platzieren, um die mentale Arbeitszeitverkürzung jetzt zu machen. Und die zu propagieren, dass eine radikale, wirkliche Arbeitszeitverkürzung der vollen Lohnausgleich braucht, dass wir sind und daraus gemeinsam auftreten auf die Konferenz 2019. Ja, direkt, also Christian, ich denke, also über die Bundesarbeitsgruppe sozusagen ist Stefan Kohl jetzt für Attac meines Wissens sowieso schon dabei. Ne? Also von daher da bestehen die Kontakte, gar keine Frage. Ja, also was mir, glaube ich, nochmal deutlich geworden ist, also wir müssen schon selber was dafür tun. Ne? Also und vor allem diejenigen für uns, ja, da sich nicken, die noch im Arbeitsleben stehen, beziehungsweise den Großteil ihres Arbeitslebens noch vor sich haben. Ne? Also das sind wir, die dafür sorgen müssen, ja, dass sich da was ändert. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Das werden nicht kluge politische Politikwissenschaftler, Soziologen und Philosophen für uns entscheiden. Ja, deswegen leite ich jetzt sozusagen auch damit über, sozusagen nochmal euch einzuladen, diejenigen von euch, die sozusagen an dem Thema dranbleiben wollen. Wir haben den Arbeitskreis Arbeit verteilen, der trifft sich kommende Woche Dienstag, also am 8. Mai, hier abends um 19 Uhr im Eine Welthaus. Und jeder und jede von euch ist da herzlich eingeladen, da mitzuwirken. Da zuckt noch jemand. und natürlich kann man sich auch gewerkschaftlich organisieren und bei der Frage auch natürlich dann auch in Gewerkschaften einbringen. Und morgen, genau. Gut, genau. Ja, Martina, dann sag du noch was zum 1. Mai, damit muss ich das nicht machen. Ich wollte vor allen Dingen was sagen, dass am 1. Mai, morgen ist auch der Tag der unsichtbaren Arbeit. Da staunt ihr jetzt, dass ich das sage. Die haben nämlich einen Stand, also wo es darum geht, gerade Care-Arbeit sichtbar zu machen und würdigen zu lassen. Und die haben einen Stand am 1. Mai vom DGB und da kann man auch den Tag der unsichtbaren Arbeit und der sichtbaren natürlich begehen. Ja. Ja, und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast heute. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Martina. Es ist zwar nur eine Pressemitteilung, aber die Luise Clemens, die Landesbezirksleiterin von Verdi, hat heute gesagt, Mindestlohn auf 12 Euro hoch, ne? Anlässlich des 1. Mai. Das passt ja auch in unsere Debatte. Sie sagt doch 30-Stunden-Woche in einem großen Spruch. Ja klar, völlig klar. Also ich bedanke mich. Der Mindestlohn müsste so hoch sein, dass einer, der das gesamte Leben für Mindestlohn gearbeitet hat, eine Rente bekommt, von der er leben kann, wo er arbeitet. Völlig klar. Und man müsste auch vom Mindestlohn in München leben können. Ne? Also das ist auch so eine Geschichte. Da sind wir weit von entfernt. Also herzlichen Dank an Fritz Böhle, Martina Helbing, Michael Hirsch und an Sie, an euch für die engagierte Diskussion. Eva? Ich habe noch eine Spende. Genau. Oh. Weil ihr eben steht, also spenden muss, ihr seid jetzt
Genau. Also wir haben, ja, also gerne noch einen kurzen Schlenker vorbei an dem Spenden oder auch an dem Materialtisch. Es gibt da auch noch ein paar Materialien, zum Teil käuflich zu erwerben, zum Teil kostenlos mitzunehmen. Und ja, in Anbetracht dessen nochmal des Tages der Arbeit, auch das, was wir heute geleistet haben, nicht nur wir hier oben, sondern auch ihr, ja, das war auch alles politisch, also politische Bildung ist auch gesellschaftlich notwendige Arbeit und dafür brauchen wir Zeit. Herzlichen Dank, schönen Abend, gute Nacht, kommt gut nach Hause, Dankeschön.